Hallo. Was geht da? Hallo, meine hallo. Lieben Freunde. Wir sind am Start. Ich hoffe doch. Mit Navy. Was geht ab? Ich bin mit Navy, das bin ich. West Coast, West Coast. Hallo. Was geht ab? Ralamalaikum. Freut mich kennenlernen. Schön auf den Schweiß, aber ist ja warm. Oder du sitzt ja aber auch mit Jacke. Ist das so? Ist das so? Nee, das ist crazy, Bro. Deine Techwear. Guck mal, wie dünn die ist. Ja, okay, ich check. Die ist sehr lustig. Das ist ein Windbreaker, mir. Ja, das ist so ein Windbrecher und oh, guck dir diese Schenkel an. Ich dachte, das ist so ein Man's Not Hot Ding, dass man so wegen Style-Points Jacke nicht aussieht. Ich fühle mich, also ich schwitze sehr schnell an den Händen, vor allem, wenn ich irgendwas halte oder so. Und das ist ja gar nichts bedeckt. Fass bloß die Couch nicht an hier, sonst knallt's. Aber ich bin gerade, also Körpertemperatur von der Anzeige, ich sehe das immer bei mir wie in so einem Game wie Terminator, ist gerade super auf neutral. Okay, check. Ja, ich überhitze nicht. Bei mir auch gerade gut. Ich finde es eigentlich sehr unangenehm warm hier immer, auch wenn wir jetzt draußen 20 Grad haben, die Heizung hier 4 ist, die weil ist auf die an. Umwelt geschissen wird hier anscheinend im Haushalt. Finde ich das sehr angenehm hier. Ich habe eine Zentralheizung. Okay. Die ist gar nicht an. Okay, hast recht. Ja, was geht ab, Männer? Alles gut? Wunderschön. Ich liebe es in dieser Stadt. Ja? Köln ist ja, mit zweite Heimat-Feelings. Ja. Also wirklich. Boah, für mich ist es First Heimat-Feelings, Re-Rap. Ja? Ich finde das andere. Warst du 20 Jahre die zu Hause, würdest du sagen? Ja, wahrscheinlich. Also ehrlich gesagt, fühle ich mich hier. Es klingt weird, aber ich fühle mich hier mehr zu Hause, ja? Als in meiner Heimatstadt. Boah, das ist krass. Warte, aus welcher Stadt kommst du? Potsdam. Und ich war letztens da, ich war vor einer Woche da, ich war ja in Berlin, eine Woche lang, und dann war ich noch mit Henke, den kennst du auch, ne? Klar, natürlich, Shoutout an Henke. Das ist der so viel raucht. Ja. Unglaublich viel raucht. Ja. Und mit dem bin ich zurückgefahren im Auto und wir haben so einen kleinen Halt gemacht bei Rewe und das war genau auf der Höhe von Potsdam und wir sind kurz, haben die Abfahrt genommen. Und ich so, ja, lass kurz meinen Eltern Hallo sagen. Das war für mich Worlds Colliding, Henke war in meiner alten Wohnung drin. Der stand immer im Kinderzimmer. Ich hätte gesagt, nein, wäre ich dabei gewesen, du hättest gesagt, sag meinen Eltern Hallo. Ich hätte mich in Grund und Boden geschämt. Ehrlich? Ja, ich wollte einfach nur zum Rewe. Ja gut, aber Henke hat auch deine Mutter noch nicht in Erdboden beleidigt. Nee, noch nicht, das stimmt. Wir haben übrigens darüber lustigerweise geredet. Warte, was sagen eure Eltern eigentlich dazu? Ja, Bro, ich habe mal einen Brief bekommen von meiner Mama. Ja, scheißegal. Auf jeden Fall waren wir dann in diesem Rewe und ich habe davon noch ein Bild gemacht, wie Henke in dem Rewe steht, in dem ich war, als ich die ganzen Scheiße, also als ich Henkes Streamer geguckt habe. Ja. Bro, und Re-Rap, ich dachte mir so, es ist. Warst du Henke Stream-Enjoyer? Nee, ich habe zweimal so, zweimal war ich in seinem Stream und habe ihn gefragt, was er studiert hat. Wirklich. Okay. Ich wollte wissen, was der, weil, Digga, ich dachte mir so, ich war wirklich so ein unglücklicher Motherfuck in der Schule und ich habe mir, Digga, ich will einfach nur meinen ganzen Tag chillen und damit mein Geld verdienen. Und dann dachte ich, Henke zu dem Zeitpunkt verdient Geld damit. Oh, yeah, und dann habe ich einfach nur gefragt, was er studiert hat, weil ich wusste, er studiert. Ich habe ihm vor ein paar Tagen erst geschrieben, ey, lass unbedingt eine Corner-Folge machen mit Kira. Naja, geil. Er hat mich geghostet. Boah, das ist hart. So viel dazu. Aber ja, irgendwann hat er keine Gäste mehr, dann ist er desperate und dann wird er drauf zurückkommen. Ja, aber guck mal, bei uns ist das so, bei uns bist du noch was wert, bei Henke bist du einfach nur eine Zahl, irgendein Gast, weißt du? Ein Werkzeug, um seine Folgen zu publizieren. Bei uns bist du noch ein Mensch. Dennoch, Henke, melde dich. Ja, bei uns darfst du noch Mensch sein. Aber ist Potsdam nicht so der, also so ein schnösigeres Berlin? Ja, nee. Ja. Ich dachte immer, das wäre ein Viertel in Berlin. Nee, es ist nochmal so vom, also westlich von Berlin eine eigenstehende Stadt eigentlich, ne? Aber ja, sehr nah. Es ist schon, also die meisten Teile sind versnobbt, aber es ist. Es ist eigentlich wie so ein Little Berlin, aber halt wenig mit weniger Hurenkindern. So. Finde ich geil. Und was ich jetzt aber, wo ich hinaus wollte, ist, ich war da nur und habe immer nur so mich selber so gesehen von vor Jahren. So. Ich bin in meiner alten Schule. Ich dachte mir so, boah, Digga, hier bin ich zur Schule gegangen. Aber es war nicht so, wenn ich da bin, bin ich wieder weg. Ey, ich check aber, was du meinst. Für mich war dieses Dorf, aus dem ich komme, also du kennst ja, und ich finde das übel geil da und ich könnte mir vorstellen, wenn ich irgendwann richtig alt bin, da wieder zu wohnen. So. Aber ich denke mir jetzt auch so, jetzt nach einem Jahr in Köln, ey, ich freue mich immer, meine Eltern zu besuchen und ich enjoy das so krass da, wenn ich dann da spazieren gehe und so und ich denke mir so, boah, damals ging das und das ja, da. Wow. Aber irgendwie so nach einer Woche, ich freue mich dann auch immer wieder auf Köln. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also mal angenommen, Worst Case Szenario oder so, Digga, keine Ahnung, so Twitch läuft nicht mehr geil, Julia brennt mit Enrico durch. Ja. Ich glaube, ich könnte nicht. Nee, ich glaube, ich könnte jetzt nicht wieder in mein Dorf ziehen. Geht das nicht. Das fühlt sich so also unfertig an. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, wieder dahin zu gehen. Ich denke mal auch, ich weiß nicht, weißt du, wo du herkommst? Von wo ich herkomme? Ja. Ich weiß noch, woher ich herkomme. Nein, ich meine, weiß man das? Also ist es public? Ach so, ich dachte, du fragst mich, ob ich weiß, wo ich herkomme. Weißt du, wo du geboren wurdest? So die Frage, die man dir im Krankenhaus stellt, wenn du wieder aufwachst. Sehr geil. So, wissen Sie noch, wo sie herkommen? Ja, alle wissen, also ich repräsente ja meine Heimatstadt. Okay. Sehr, sehr stolz und sehr, sehr happy, Lörrach. Das ist ja ganz im Südwesten Deutschlands, irgendwie direkt an der Grenze zu Basel, ja, Schweiz. Das. Und es ist wundervoll. Und im Gegensatz zu dem, was ihr gesagt habt, ich liebe Köln übertrieben, aber ich könnte mir nicht vorstellen, da rauszuziehen. Ich liebe es. Aus deiner, ja, aber das ist ja auch. Wie alt bist du? 29. Okay. Ich jetzt. Ey, das ist schon mal ein Punkt 2 vom Steckbrief, weil wir haben ganz vergessen, stell dich gerne mal vor. Also, ich bin Navy, hab vor einem halben Jahr mein Debütalbum gedroppt und hier in Köln hat meine Karriere eigentlich so richtig angefangen. Damals mit Dead Adam und ihr kennt wahrscheinlich TJ Beast Boy oder Tuddle oder beide Namen.
Und ja, ich bin Teil der West Coast Crew. So. Geil. Da ist ja Kira und Moku, also wir sind so quasi der Kern mit unserem Grafiker Kalifetz. Und ja, 2017, 16 hat es so richtig official angefangen für mich. Genau, ich mache Musik. Jetzt bin ich hier. Das ist jetzt geil. So ganz grob geil. Untergebrettert. Nice, Mann. Ich weiß gar nicht, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben, initial. Genau, das war über Kira muss es gewesen sein. Und zwar hat Kira ja ein paar Sessions gemacht, das war ja irgendwann letztes Jahr. Und ja. Euch hatte er auf dem Schirm, dann hat er das mir gezeigt, ich fand das super funny. Dann hat er gemeint, ey, wir könnten die Jungs auch treffen, bla, die kommen vorbei ins Studio. Wo kannte der uns? Das weiß ich gar nicht. Clips, Bro. I guess, ja. Oh, keine Ahnung. Und dann wart ihr im Studio zu Gast bei uns. Ja. Da irgendwo hat er sich doch da irgendwie am Rhein. Ja, ja, ja. Wir waren in so einem Studio, wo einfach auch Billie Eilish schon mal irgendwas recorded hat. Ja, alle großen. Da Proxy mitgebracht. Genau, ja, Proxy haben wir da kennengelernt. Bruder. Und oh mein Gott. Kira war ja bei zwei vermengt, also bei euch. Hier war der auch. Als ihr noch im Experience Center aufgenommen habt. Und ich weiß noch, wie geflasht ich war, dass man einfach for free da runtergehen kann und einfach an irgendeinem High-End-PC Scheiß zocken kann. Ja, übergeil. Dann habt ihr die Episode aufgenommen und ich habe Apex in einem Raum nebenan gespielt. Mann, das ist auch Sinn, Bro. Du bist so ein Apex-Fan, ne? Ja. Bro, ich muss euch was erzählen, sonst vergesse ich das. Das war für mich der wildeste Kopfhick. Ich war vor ein paar Wochen mit fucking Stegi. Kennst du Stegi? Man weiß nicht, wie der aussieht. Das ist Minecraft-Arzt, so Streamer. Sagt mir was, ja. Und die, ich glaube, die habe ich das auch nicht erzählt. Wir waren so im Experion. Hast mich schon vergessen, ne? Halt dein Maul, Bruder. Halt dein Maul. Ja, du hast mich vergessen. Du warst vorgestern nicht mit uns in der Azur. Keine Zeit, ne? Endlich mal Zeit gehabt zu schnacken. Nee, sorry, ich muss hier noch das und das machen. Ich habe noch dies und das gemacht. Ja, einmal mit Kevin in Berlin, schon ist Mikey nicht mehr gut genug, ne? Mit deinem neuen besten Freund Noreax, ne? Mr. XC in der WG. Best. Ja, mein neuer Best. Boah, das wird mich brechen. Wenn du mich mit Noreax ersetzt, ohne Scheiß, dann töte ich mich. Ja? Ja. Es steht im Raum, dass wir ein zwei. Das darf ich, glaube ich, noch gar nicht sagen. Na gut. Hast mir nicht erzählt. Alles gut. Das habe ich erzählt. Nee. Das mit dem Podcast mit Wieland? Ach so, ja, das hast du mir erzählt. Ja, neuen Podcast mit. Aber wird wahrscheinlich niemand stattfinden, Bro. Weil, Digga, hast du gesehen, was Wieland jetzt macht? Der macht Jinxie-RP. Das ist auch scheiße. Hab ich gesehen mit der Cam. Also komplett peinlich. Ja, auf jeden Fall hat Felix jetzt andere, bessere Freunde und wahrscheinlich wird er irgendwann nicht mal mehr wissen, wie ich heiße. Deswegen genieße ich die Zeit hier. Ich weiß ganz genau, wie du heißt. Ich weiß ganz genau, wie du heißt. Mike. Du warst im Experience. Ja, ich war im Experion mit Stegi und man weiß ja nicht, wie der aussieht und so. Und das war so, ich finde es aber auch geil, dass der sich trotzdem so raustraut und so, weil der ist irgendwie, der ist einfach safe so in seiner Anonymität. Und wir stehen da so und da sitzen so zwei so Kinder, ganz lütt, und zocken Minecraft Bad Wars oder Survival Games und oder so. Und die kennen ihn halt 100%. Genau, und Stegi steht hinter denen und die werden niemals erfahren, das finde ich funny. Dass Stegi hinter denen steht. Wenn die den Podcast hören, wissen die es jetzt. Es gibt eine geile Story, da hat Kira mal zwei Girls beim Einkaufen bei uns in der Heimatstadt, weil Kira wohnt ja auch unten in Lörrach, angesprochen, weil sie TJ Beast Boy Merch anhatten. Oh, und die haben einen Song gehört und hat dann gemeint, ey, cooler Hoodie. Und das war's dann aber, ne? Der Song war von ihm produziert. Ja. Also, den Song habe ich gemacht. Ach, der hat das gesagt? Und dann haben die, weil die haben ihn komisch angeguckt. Und dann hat er so zur Auflösung, ja, den Song habe ich produziert, so mäßig. Ah, okay. Dann haben die ihn angeguckt und ihn ausgelacht, so, nee, das war Young Kira, und sind weggegangen. Hä, warte, was? Das hab ich nicht gecheckt. Ne, die haben nicht, du hast den Song produziert. Nein, also es ist jetzt eine Story von Kira. So, ne? Der hat einfach beim Einkaufen, hat er zwei Girls irgendwie gesehen, so etwas jünger. Ja. Und die hatten TJ Beast Boy Merch an und haben halt, ich glaube, 1000-mal cooler oder sowas gehört. Und dann hat er denen so gesagt, ey, cooler Hoodie und den Song habe ich produziert, so mäßig. Und dann haben die gesagt, aber auch so, nee, voll das war Young Kira, weil die sich denken, ja, genau, irgend so ein Verrückter aus Lörrach. Ja, ja. So, und dann sind die weggelaufen. Aber das ist auch crazy, und dass der so stand hingeht. Da wie ein Idiot. Das war Young Kira. Und dann haben wir jetzt, eine andere Story war, wir saßen nochmal in Lörrach, da kam einfach ein Typ mit einem West Coast Hoodie an uns vorbeigelaufen. Dann gucke ich den an und denke mir, ja klar, Alter, das ist ja, Leute, die sich sowas kaufen, die kaufen die sich das schon, ja, die müssen das ja kennen. Fangen wir an, mit dem zu reden, ich so, ey, cooler Hoodie. Und der Typ so, ah ja, danke, die sollen irgendwo von hier sein. Und dann hab ich gemerkt, ah, der checkt gar nicht, dass wir das sind. Haben wir jetzt einfach random mit dem unterhalten. Ich finde das geiler, dass das nicht aufzulösen. Ja, wir haben es auch nicht aufgelöst. Wir waren bei uns unten in der Stadt, haben Kaffee getrunken und mir fällt es immer schwer, nicht zu lachen. Ja, ein sehr schlechter Lügner auch. Ich hab mich bepisst vor Lachen, Alter. So aber ich würde Musiker auch nicht erkennen, Bro. Ich hab letztens, Trettmann ist ja wieder mäßig da jetzt und macht wieder Shit. Bro, ich hab den letztens in Farbe, also das war ja sonst immer Schwarz-Weiß-Videos, ich hab den in Farbe ohne Sonnenbrille gesehen.
Ich feiere die Mucke von dem übel. Ich würde den niemals auf der Straße erkennen. Der gibt mir aber auch, der hat sich auch immer sehr verdeckt, ne, mit dieser Sonnenbrille und immer irgendwie. Ich würde den niemals erkennen. Wo jetzt in irgendeinem Musikvideo oder was? Ja, der hat jetzt eine EP gedroppt heute. Ja. Nee, gestern. Und normalerweise, wenn der so Videos oder Clips gemacht hat, der war doch in Musikvideos, das war immer schwarz-weiß. Ja. Und er hat sich so fette Sonnenbrille und so, mit so einem, keine Ahnung, Fischerhut und so einem Shit. Ja. Und der hat sich jetzt einfach so random, also der macht das jetzt nicht mehr, der macht jetzt einfach so normal, so Video in Farbe und ohne Sonnenbrille. Krank. Da sieht man erst, wie alt er ist eigentlich. Florida Juicy hat die produziert. Die EP? Mhm. Nein. Glaube ja. Boah, das ist crazy. Er arbeitet ja jetzt eh mit sehr vielen Produzenten zusammen, seit er sich von seinen Main-Produzenten ja getrennt hat, vor ein, zwei Jahren. Wer jetzt auch von Grau zu in Farbe geswitcht ist, ich weiß gar nicht, ob euch der Name was sagt, aber größter Geheimtipp für ganz viele Zuschauer, das Tour-Album. Kennt ihr Tour? Nee. Hat eigentlich auch ein deutsches Klassiker-Album gemacht, das Tour. Heißt Grau. Hat auch eine Band, die heißt The Orsons, die kennt man ach, vielleicht. Ach ja, die Orsons kennt man. Aber Tour als Solokünstler, einer meiner prägendsten und krassesten Lieblingskünstler aus diesem Land. Also, das ist so der Künstler, der von deinem Lieblingskünstler der Lieblingskünstler ist, aber nie irgendwie das bekommen hat, was er eigentlich verdient hat, gemäß der Qualität, die er rausbringt. Ja. Und der hat jetzt ein Album rausgehauen, vor zwei Wochen, Eden. So, dafür will ich einen Shoutout geben und Werbung machen hier, weil das ist wirklich eins der krassesten Alben so seit langem, die mich bis heute irgendwie, also keine Ahnung, ich höre das auf Repeat bei jeder Gelegenheit. Check. Und der ist auch eigentlich so voll der Melancholie, alles in schwarz-weiß, also der Film, auf dem ich schon auch seit einer Zeit bin. Und jetzt ist es aber auch geswitcht eben zu diesem, okay, alles kriegt ein bisschen mehr Farbe, es kriegt ein bisschen mehr lebensbejahende Vibes. Mhm. Irgendwie ist es gerade voll die Zeit, irgendwie für einige diesen Switch zu machen, ja. Apropos Comeback und Fischerhut und Farbe, habt ihr es mit Stefan Raab mitbekommen? Ja. Scheiße, wie viel Follower hat er jetzt? Mit 2 Millionen oder so? Hat er 2 schon? Ja. Ich check mal. Also für Leute, die nicht checken, Stefan Raab, das hab ich auch gar nicht gerafft. Das haben so Leute gestern bei mir onstream reingespammt. Hab ich auch gar nicht so gejuckt, Tobias. Nö, also das ist eine Legende so. Voll. Aber ich finde so, also der Abgang wäre geiler gewesen, wenn er einfach retired geblieben wäre. So, das weißt ist halt du? Das Ding, ich glaube, du kannst irgendwann, ich meine, der hat nie nichts gemacht. Der hat sich ja trotzdem wahrscheinlich hinter den Kulissen um die ganzen Produktionen bei ProSieben gekümmert. Ja. Ne? Safe. Ja, safe. Aber irgendwann kannst du halt, glaube ich, nicht anders als wieder. Weißt du, was ich meine? Ich check das auch, aber ich find so diesen Vibe irgendwie komisch. Yo, ich will 9 Millionen Follower, damit ich wieder was mache. Ja, 2,2. Ich glaube nicht, dass der die macht. Es wäre witzig, aber. Boah, wirklich, in den Kommentaren sind Leute, das habe ich noch nie gesehen, die nuckeln seinen Rentnerschwanz. Ja. Bro, ja. Wir sollten Fortnite miteinander spielen. Bro, motherfucking. Hier, das fand ich richtig wild. Warte, wo ist der Scheiß? Einer, das meinten die full dead ernst. Bei ihm jetzt unter dem Clip. Unter diesem Clip hat einer geschrieben. Content Creator, oder was? Ja, den kennt. Das war, ich dachte, Bro, what the fuck ist das? Die Frage ist, wie sieht denn dann Content aus? Also ballert der dann so Hochkant-Content mit irgendwie Clips? Weil eine richtige Sendung wirst du ja nicht mehr. Das macht ja keinen Sinn. Aber guck mal, das Ding ist, was viele auch nicht checken: Stefan Raab, ich glaube, der hasst halt Influencer. Also der findet. Das stimmt, ja. Der hatte doch auch diesen Beef mit Trimax wegen diesem Eisfußball und so. Also der wird sich jetzt, das würde mich krass wundern, wenn, wäre es natürlich lustig, aber ich glaube jetzt nicht, dass er sich mit Leuten hinsetzt und fucking Fortnite zockt oder da irgendwelche YouTube. Das würde ich auch nicht feiern, weil ich denke mir so, wenn du willst ja OG Stefan Raab irgendwie, ne? Nur auf heute angepasst, also auf den heutigen Zeitgeist im Sinne von, keine Ahnung. Also wenn, hoffe ich auch, dass sowas in Richtung TV Total oder so von ihm wiederkommt. Weil ich fand politisch low-key unkorrekt, weil er kann es ja erlauben. Ich fand den immer schweinelustig und das ist eine absolute Legende. Aber kann halt auch einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein April-Prank wird, weil er löst es ja auf am 1. April dann. Und ich weiß nicht. Ey, ich weiß noch, als ich glaube, so ging es vielen von meinen Homies, das erste Mal so Internetanschluss zu Hause haben. Also, dass du jetzt nicht irgendwie pro MB zahlen musst. Das war ja so die OG-Zeit, wo du dann Schläge von Eltern bekommen hast. War das auch so die Zeit, wo du Angst hattest, wenn du auf deinem Nokia auf Internet gekommen bist, weil du dachtest, du musst pleite gehen? Ich immer auf YouTube gegrindet bin. Natürlich, du hörst dir dann Deutschrap-Songs an und bla. Aber was ich mir immer gegeben habe, waren diese TV-Total-Nippels. Also diese Highlights von diesen ganzen Videos, die dann irgendwie so 8 Minuten gingen so und alle paar Sekunden, also es war ja schon auch... Der, kennst du noch Switch? Das haben die doch auch, Switch Reloaded. Ja, Mann. Das haben voll viele gesagt. Turbo geil. Leute, voll viele haben gesagt, dass Stefan Raab in dem Video nicht Stefan Raab ist, sondern der Guy von Switch Reloaded. Der die Leute immer, der immer auch Stefan Raab gespielt hat. Ach, okay. Seht ihr? Ja, weil halt Stefan Raab gibt seit 9 Jahren, oder beziehungsweise seit, ich glaube, das letzte Mal, dass er aufgetreten ist, 7 Jahre her oder so. Das ist schon echt lange her. Seitdem war es ja nicht mehr in der Öffentlichkeit. Das ist schon wirklich lange her. Aber wohnt er nicht sogar in Köln? Der wohnt hier irgendwo außerhalb, glaube ich, ja. Hat man den, aber ich habe den auch noch nie... Boah, es gibt eine krasse Legende, aber ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Ich glaube eher nicht. Warum? Offstream dann.
Ja, das kann ich euch nachher erzählen. Oh, das kannst du nicht machen, ey. Doch. Weil ich sowas, wenn ich einen Podcast anhöre. Ich weiß nicht mal, wo ich das gehört habe und ich will niemanden, ich weiß nicht, ob das... Okay. Es kann gut sein, dass der das wirklich nicht war, ne? Auf dem Video. Digga, das ist aber eine geistkranke Theorie, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das so, ja, dass das vielleicht auch gar nicht von ihm so initiiert ist, sondern einfach so ein... Warum sollte man, ich meine, er hat sich seit 9 Jahren nicht gezeigt, er will privat sein. Ja. Er macht nichts mehr. Er könnte alles machen. Ja. Er macht nichts mehr. Er pullt ab bei, das habe ich irgendwo aber gehört, irgendwo war der mit Maske, der war bei irgendeinem Event mit Maske, okay. Aber hat schon irgendwie mit preisgegeben, dass es Stefan Raab war. Aber ansonsten ist der einfach nicht existent. Und warum sollte der, für what reason sollte der am 1. April wiederkommen? Und es kann sein, dass die produzieren halt TV-Shows wieder oder so. Stell dir mal vor, es würde wirklich irgendwas geben. Das ist ja die gleiche Frage, wieso sollte Thomas Gottschalk noch irgendeinen Scheiß moderieren und dann hat er trotzdem irgendwie, ist er trotzdem back of uns. Weißt du, ich glaube, die Leute brauchen diesen Rausch. Ja, aber also gut, Thomas irgendwie Gottschalk, so ein Dopaminschub, den du hast, ja. Den kann dir ja nichts anderes geben, weißt das du? Das ist es. Und ich meine, ich glaube, Stefan Raab ist so, sein Natural ist einfach dieses, ich bin Entertainer. Ich mache irgendwie 10 Sachen und die irgendwie auch so gut, dass es Leute entertaint. So und keine Ahnung, ich glaube, der, wenn der auch nicht, selbst wenn es nur hinter den Kulissen ist, aber wenn der nicht selber Hand anlegt, vielleicht auch, der wird doch wahnsinnig. Was willst du machen? So, I guess, ja. Du bist ja zu Hause irre. Du kannst dir den 10. krassen Fernseher kannst du dir auch nicht mehr kaufen. Das gibt dir ja nichts. Das finde ich übrigens langweilig bei mir, irgendwann. Ich finde das ja mittlerweile auf dem Level schon so beschissen. Ich meine, okay, ich bin 29, aber im Kopf bin ich halt wirklich immer noch so 17 oder noch jünger. Ich finde das so belastend. Ich war jetzt in der Kölner Innenstadt. Es gab nichts, wirklich gar nichts, was ich mir hätte kaufen können, wo ich mir denke, ich hab's halt schon. Ich wünschte, ich hätte keine PS5, damit ich einmal wieder dieses Feeling hab, boah, die PS5 und das auspacken und bla. Ich hab alles. Boah, ich hab so, ich kann mir keinen zweiten PC kaufen, ich brauche ihn nicht, weißt du? Ja, ich check. Und das, ich muss mir eine kaufen, ich hab keinen Bock. Das ist jetzt so ganz klein skaliert, weißt du? Und willst du eine kaufen? Ja, muss ich für GTA 6. Wie meinst du, was meinst du mit klein skaliert? Naja, ich meine, es geht hier irgendwie drum, sich vielleicht einen neuen Bildschirm oder sonst irgendwas zu kaufen. Ja. Wenn du es jetzt hochskalierst, dieses Feel von, ja. Boah, ich will irgendwie diesen geilen Rausch, keine Ahnung, du öffnest Yu-Gi-Oh! Booster Packs. Ja, ja. Nur dieser geile Geruch, wenn du es aufpackst. Haben wir gemacht auf der LAN vor 2 Wochen. Es war Nostalgie, aber es war nicht der gleiche Rausch. Nee, es war nicht der gleiche Rausch, aber es kitzelt da so ein bisschen. Aber werden wir sowas jemals wieder fühlen? Also wenn ich mir jetzt, Digga, das ist geistkrank, was für ein Thema du eigentlich gerade ansprichst. Ist ein großes Thema. Wenn man so als Kind... Bro, ich weiß auch ganz genau, wenn man so als Kind von seiner Mom so ein Booster-Pack bekommen hat oder so. Ja. Oder an Weihnachten Geschenke ausgepackt hat. Mann. Das werden wir nie wieder fühlen. Digga, egal was wir uns... Ich glaube so... Außer wenn wir Kinder haben und die das machen. Ja, safe, okay. Ich habe zum Beispiel bei mir... Ich triggert das mit der Bumme unglaublich. Der Studioraum bei mir sieht wirklich aus wie ein halber Toys R Us. Also kein Scheiß. Ich glaube, ich hab eh einen Schaden. Bei mir, viele finden es auch hässlich... Ich pack die auch nicht aus. Die ganze Wand hinter mir ist einfach eine Wall of Funko Pops. Ja, aber ich wollte gerade schon sagen, Safe Call Funko Pops. Ja. Henke hat Funko Pops gehatet. Ich pack die aber auch nicht aus. Weißt du, was ich meine? Ich liebe diese Verpackung und du kommst rein. Check. Es sieht wirklich aus wie in einem verfickten Spielzeugladen. Ja. Und überall so Popkulturreferenzen aus Cyberpunk, da eine Figur. Ja. Ah, hier ist Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask original verpackt für die N64 und bla. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt nur dieser kurze Rausch. Und es gibt dir natürlich, es ist wie so ein Gemälde, was dir so Gefühle gibt. Ne? Du verbindest deine Kindheit damit. Voll. Aber irgendwann hört das halt auch auf und du suchst halt immer das nächste Ding. Was ist mein nächstes Ding in dem Sinne oder für euch? Ja, okay, Zahlen, noch größer, also größere Zuschauerschaft. Ich spiele vielleicht ja, nicht 500 Leute in Köln. Ne? Nächstes Mal sind es dann vielleicht 800 Leute, so was überkrass wäre. Aber selbst das hat dann wieder, weißt du, der Reiz verfliegt. Was denkst du, wie so die ganzen Leute dann irgendwie auf Drugs auch abkacken? So, weißt du, irgendwann du suchst guess, halt das nächste ja. Ding. Irgendwie. Und du denkst dir bei so vielen Leuten, die abkacken, ey, du hast doch eigentlich alles. Du hast im Leben die perfekte Infrastruktur. Du hast alles Geld. Der Enkel deines Enkels hat ausgesorgt. Aber das ist es halt dann nicht. Die Essenz liegt dann wo ganz anders. Das ist eigentlich krank, ne? Das ist, irre. Das ist halt das Ding von Menschen. Die können halt nicht... Nee, es geht immer dieses höher, weiter, mehr. Und ich für mich persönlich habe dann irgendwie sehr früh gecheckt, ey, was ist meine Lebensessenz? Irgendwie war das für mich sehr schnell klar, das ist einfach Familie. So, mir ist nichts wichtiger als... Also ich bin mit meiner Freundin irgendwie schon jetzt gerade wirklich aktiv dran, irgendwie zu gucken, okay, Familienplanung, wie machen wir das? Wie lange seid ihr zusammen? Jetzt seit 4 Jahren. Mhm. Ja. Und ja, das muss natürlich in den grundlegenden Werten passen und in der Lebensvorstellung. Ja. Aber ich will nicht spät Papa werden. Ich wäre am liebsten nächstes Jahr schon gern Papa. Umgekehrt. Ich will gar nicht. Ich habe das null. Und ich vielleicht kommst du und vielleicht bleibst du und das ist ja alles cool. Die Sache ist ja nur, findest du für dich raus, worum geht's mir? Weil ich weiß für mich selber, wenn du mir jetzt 3 Millionen Euro in den Arsch schiebst, also wirklich wortwörtlich, ich werde immer noch
die gleichen Depressionsschübe haben, wie ich sie so schon habe. Das ist einfach. Ich würde so, trotzdem immer noch ein melancholischer Typ sein, der sich zu viel Kopf über alles macht. Mhm. Weißt du, das ist es nicht. Es nimmt dir schon irgendwie gewisse Sorgen weg, klar. Aber das ist halt auch nicht die Lösung. Ich glaube so, auch, wie viele Leute sich das von außen vorstellen, das ist es nicht. So, da geht es, glaube ich, um viel mehr als nur um irgendwelche materiellen Sachen. So, weil die Leute jagen dem irgendwie ein ganzes Leben lang hinterher und irgendwann merkst du relativ spät so, ach, fuck, irgendwie. Mehr war da jetzt nicht drin. Mhm. Und keine Ahnung, man sagt ja immer, Kinder sind das Größte. So, für manche Leute. Und ey, wenn sie es bewahrheitet, für manche ist es ja geil. Und für andere, für die es nicht so ist, die sollten hoffentlich dann vielleicht erst gar keine machen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ein Elternteil wirst, obwohl du das nie wolltest. Ich habe richtig drauf Angst davor, dass meine Kinder mal scheiße werden. Rewap, ich habe mir gedacht, das wäre Arsch. Ich habe mir darüber gedacht, was, weil wirklich, wenn man sich darüber nachdenkt, bis zu einem gewissen Alter ist alles elterliche Erziehung. Und das, was in deinem Erwachsenenleben potenzielle Traumata sind, dieses innere Kind und so, das ist alles elterliche Erziehung. Voll. Ein inneres Kindtraum habe ich, ich habe das noch nie mitbekommen, dass das weiterführend ging als Eltern. Und Bro, stell dir mal vor, dein Kind ist so ein richtiger Schwanz. Guck mal, dein Kind ist immer einer Umwelt ausgesetzt, auf die du keinen Einfluss hast. Also in dem Moment natürlich. Ja. Und gerade Digitalisierung, Internet und alles, da sind nochmal ganz andere, also da sind ja nochmal Gefahren. Da werden wir als Gesellschaft, glaube ich, noch sicher die ein oder anderen Jahrzehnte brauchen, um uns darauf richtig einzustellen. Mhm. Weil, aber das Ding ist halt, die Technologie wächst ja so exponentiell, die wächst ja immer viel schneller, als unser Gehirn sich darauf überhaupt anpassen kann. Und trotzdem kann ich dir sagen, ich bin zum Beispiel in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen, mit Oma, Opa zusammen und Eltern. Und krass. Das ist relativ, krass. Also sehr autoritärer Vater, aber ich bin mit meinen Eltern mittlerweile wie mit meinen besten Freunden oder wie mit Geschwistern so von der, Bindung. Ja, fühle ich. Aber ich habe noch, also ich habe nicht geraucht, ich trinke nicht. Ich hätte mich niemals getraut, durch meinen Dad irgendwie auch nur ansatzweise an einem Joint zu ziehen, als ich die Gelegenheit tausendmal hatte, als es ja noch cool war auf dem Schulhof. Ja, ja. So, jeder funktioniert anders. Mein Bruder zum Beispiel, der ist deutlich softer erzogen worden, aber er hatte diese Schläge in dem Sinne nicht nötig. So, wurdest du geschlagen, oder? Ja, nee, so das Südländer-typische hier und da mal eine Ohrfeige, so wenn ich halt respektlos war oder sonst irgendwas. Jetzt werden natürlich viele Leute sagen, oh nein, Misshandlung, bla, aber ey, ich glaube, das hat mich wirklich vor vielen Dingen bewahrt. Mhm. So auch, dass ich angefangen habe in meiner Jugend zu boxen, weil ich mit 14 Jahren 100 Kilo wog, weil bei meinen Großeltern habe ich immer gefuttert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Warst du Schweinefett? Bro, ich war ultra bescheuert fett. Das ist ja krass. So, weißt du, jetzt hätte man sagen können, als mein Dad zu mir kam und gesagt hat, und ich weiß noch, wie mein Dad zu mir kam und meinte so, du siehst aus wie ein fettes Stück Scheiße, willst du überhaupt irgendwann mal in deinem Leben eine Frau ficken? Da war ich 12. Bruder, holy shit. Verstehst du, was ich meine? Okay, aber ich glaube, Bro, for real. Aber Bro, das ist halt vielleicht so eine Art Schocktherapie. Aber weiß was ist, ich nicht, was Digga. Was ist die Antwort? Also, das ist schon eine harte Nummer, Bruder. Bro, das ist schon potenziell, aber das ist halt, dich weißt psychisch mein, zu brechen. Mein Vater kommt aus dem, so, der ist vom Jugoslawienkrieg halt in der Zeit halt. Ja, hier wenn rüber du sagst, dir tut das gut so, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es hat halt auch einen Schaden bestimmt. Jeder von uns hat ja irgendwo irgendeinen Schaden so. Weißt du, was ich meine? Kein Elternteil ist perfekt, um Gottes Willen so. Und ich sehe mich dann auch als die geupdatete Version meines Papas und denke mir so, okay, ich lerne aus seinen Fehlern, das mache ich auf jeden Fall besser. Und mein Kind wird das Gleiche bei mir machen, so, weil wir sind alle nicht frei von irgendwelchen Bugs. So. Weißt du, ich meine, das ist ja vollkommen menschlich und cool. Aber ich will damit nur, darauf nur hinaus, das hat mir schon sehr viel Grundlage gegeben für das spätere Leben, dass ich dann alleine bestehen kann. Und das sind auch so simple Dinge. Wenn ich jemanden neu kennenlerne, so, ich finde das so bescheuert. Teilweise, es gibt Leute, die geben dir die Hand, gucken dich nicht mal an und machen dann, weißt du, die drücken dich mal richtig. Das sind so kleine, wie sagt man, so Gepflogenheiten, ich check. Daran spinnst du dir den Charakter auch schon weiter, weißt du? Ich check, was du meinst, aber ich glaube, es gibt bei solchen Sachen, ich finde das krass, weil es sagt viel aus, wie man einem die Hand gibt. Und so Kleinigkeiten, aber im Endeffekt könnte es eigentlich juckt es auch keinen Schwanz. Es juckt auch nicht. Eigentlich juckt es keinen Schwanz. Aber das sind so Dinge, mit denen man dann andere Sachen assoziiert. Genau. Und das kannst du dann natürlich, da kommen ja viele andere Faktoren hinzu. Bei mir war das dann eher konservativ. Aber ey, das war so konservativ. Mein Dad hat auch gesagt, was für Musik, das machen nur Junkies und bla, weißt du, in dem Sinne. Aber das hast du trotzdem durchgezogen. Nee, meine Eltern sind ja die größten Fans von mir. So. Das Ding ist, was die Leute da draußen vergessen, ey, deine Eltern entwickeln sich ja auch. Die Erziehung hört ja auch für die nicht auf. Ja. Weißt du, also es gibt vielleicht Eltern, die bleiben halt, die sind vielleicht in den 90ern kleben geblieben. Ja. In meinem Fall, mit meinen Eltern so, die wachsen ja auch ich war der Erstgeborene, so, weißt du? Yeah. Die sind halt viel strenger zu mir gewesen, auch aus dieser Angst, weißt du, diese Migranten-Mentalität, dieses, ey, fuck, Alter, wir fangen hier mit null an. Mhm. Es ist nicht so, dass meine Eltern mir irgendwie eine Firma oder Immobilien vererben werden, dann wären die ja eh 10-mal lockerer, so, weißt du? Aber die haben einfach Angst im Sinne von, yo, mein Sohn, du musst hier was reißen und du musst halt irgendwie immer 2-mal mehr leisten als der Müller mit Nachnamen heißt.
So, das ist halt einfach mehr oder weniger Fakt. Weißt du, was ich meine? Mhm. In gewiss, also, das werden dir viele andere auch bestätigen. Dein Dad hat dich halt fettes Stück Scheiße genannt. Ja, Alter, aber, das, aber es hat doch. Aber nachdem er. Bruder, das muss ich kurz verarbeiten. Auf Kroatisch vor allem, weißt du, auf Kroatisch ist es eh super vulgär. So, wie, ich spreche ja Kroatisch wie Deutsch. Ich bin ja. Das will ich nicht für alle Jugos. Das will ich gar nicht als aussprechen. Das ist ja furchtbar. So, weil da wird doch mit Gott geflucht und so. Das ist gar nicht schön. Aber. Weißt du, es ist nicht so, dass das erste Mal das so gesagt wurde, ne? Man versucht es schön und bla, aber irgendwann trägt es nicht Früchte und er wusste es halt in dem Moment auch nicht besser. In meinem Fall hat es was gebracht. Aber es gibt auf jeden Fall Kinder, wie zum Beispiel mein Bruder in dem Moment, so, der hätte das gar nicht vertragen. So. Da hat man das halt anders gehandhabt und es hat dann auch Früchte getragen. Jeder ist anders. Also bei mir in der Familie ist das tatsächlich genau andersrum. Also ich weiß zum Beispiel bei meinem Dad, dass der... Ich weiß, ja, schon eine scheiß Kindheit hatte. Also der wurde wirklich krass misshandelt in seiner Kindheit. Ja, ne? Ich glaube, die Dunkelziffer ist da eh sehr hoch. Ja, ne? Gerade früher haben ja auch die Lehrer noch. Also ich weiß es von meinem Dad und das war nicht so, wenn man teilweise Geschichten gehört hat, nicht so, ey, mal eine Ohrfeige, sondern wirklich, dass der am Essenstisch vom Stuhl getreten wurde und wenn der am Boden lag, die wurden richtig misshandelt da. Und das finde ich krass, wir wurden nie angefasst. Ja. Unsere Eltern, also ich habe ja noch eine kleine Schwester, Digga, wir wurden nie angefasst. Wir waren, glaube ich, wirklich manchmal scheiß Kinder und wenn ich mir vorstelle, Bruder, so ein Kind, was einfach frech ist, rotzfrech, nicht das Maul hält. So irgendwann, wie weißt du dir nicht mehr zu helfen? Aber meine Eltern haben so erziehungstechnisch das irgendwie geschafft, uns nicht komplett zu verkorksen, obwohl die uns nie geschlagen haben oder so. Das ist wundervoll. Ich würde sogar sagen, eher so, und da habe ich mit meiner Mom auch mal drüber geredet, ich glaube, bei uns ist eher so das Ding, dass wir teilweise vielleicht zu sehr verhätschelt wurden. Also so, weißt du, ich bin mit 20 bin ich das erste Mal ausgezogen und das war auch geil und da bin ich charaktermäßig richtig krass gewachsen so, weil dann war ich aus dem Kinderzimmer raus und dann war nicht mehr die Wäsche fertig oder stand Essen auf dem Tisch oder keine Ahnung, man musste morgens aufstehen, hatte noch schön mit Mutti einen Kaffee getrunken, sondern man war dann irgendwie auf sich alleine gestellt und ich glaube, das ist so ein Ding einfach, dass es dann teilweise eher in die Richtung ging, nicht so im Sinne von Muttersöhnchen, sondern einfach, man war so in seinem Safe Space, so man hatte immer so Kontakt zu denen und mit 20 stand man dann das erste Mal so richtig auf eigenen Beinen. So, und das war auch schweinewichtig. Ich find das so geil, weil wir bestätigen gerade wirklich beide Klischees, diese Stereotype, weil viele Deutsche bei mir in der Klasse, die haben schon zu mir so Sachen gesagt wie, also wenn meine Eltern mich angefasst hätten, ich hätte die angezeigt und für mich war das so, was geht bei dir? Ja, wie du bist, hast du noch nie eine Ohrfeige bekommen, weißt du? Aber wenn du jetzt irgendeinen anderen Kroaten, Russen oder so fragst, bei dem war das genauso halt gang und gäbe. Das ist einfach so, ich glaube, da sind einfach verschiedene Mentalitäten, die dann Sinne aufeinanderprallen so. Das war wirklich, aber wir reden ja auch, also so ein, ich würde es trotzdem nicht machen, aber eine Ohrfeige ist ja nochmal was anderes, als den auf dem Boden auf das Kind einzutreten. Nee, das war jetzt so, bei mir auch nicht. Also wenn die Leute müssen jetzt nicht denken, dass du MMA-mäßig. Das meine ich auch nicht, aber das gab's halt. Früher war das halt so. Wie war das bei dir? Ja, nee, voll. Ey, mein Vater, was der mir erzählt hat, weil sein Vater wiederum, ne, also mein mittlerweile verstorbener Opa, ey, der hat den teilweise wirklich, der musste in die Ecke stehen so und seine Hände so 90 Grad ausstrecken. Digga. Und da einfach Stunden bleiben. Ja, die hatten auch so dünne Stöcker, wo genau, die genau. Und damit wurde auch so Shit. Und ein Bügeleisen zum Beispiel nach ihm geworfen. Und also ich bin mit meinem Vater halt so super offen, ne? Und der erzählt mir, Alter, wie das bei ihm war. Und dann denke ich mir, Alter, krank, wie bist du überhaupt so normal geblieben? Das ist irre. Aber ja, ey, andere Zeit, andere geografische Gegebenheit auch. Irgendwie, obwohl das immer noch im Herzen Europas ist, ne? Aber keine Ahnung, dann gehst du auch mal zum Italiener nach Hause und dann siehst du auch, die Mama schmeißt dann irgendwie mit dem Schuh irgendwie nach ihm und so. Überall ist ein bisschen anders. I guess. Aber ja, also dieses Jugo-Leben ist ja auch voll so geprägt, aber so mit diese Verprügeln, also dieses Mal, okay, man, so die Mutter wirft man mit dem Schuh oder macht so Schuhe und so. Ja, da ist einfach ein bisschen mehr Emotion dahinter. Ja, verprügeln ist schon krass. Also richtig verprügeln ist schon Psycho, Alter. Das geht mir auch nicht irgendwie rein. Wie kannst du dein Kind, also was muss dein Kind machen, so dass es irgendwas in dir freischaltet? Aber es dürfte nichts geben, was es überhaupt in dir freisetzt, dass du jetzt irgendwie wie in einem Boxkampf den... Wirklich so. Also wenn du ein Kind kriegst oder wenn du Kinder kriegst, du musst halt auch so mit Ohrfeige und so. Also ich glaube, ich denke mir auch manchmal so, Bruder, wenn ich mir so Jugend von heute angucke, ich denke mir auch manchmal, Bruder, ich glaube, dem einen oder anderen hätte es auch nicht geschadet, hätte sich mal ein Ding gefangen. Safe, so. Was du aber vorhin gesagt hast, ich glaube, viele sind wirklich viel zu soft. Ja. So, also nee, nicht mal im Sinne von soft, weil viele Leute, also das merke ich halt heutzutage, Bruder, früher zu meiner Zeit, und ich werde 26, ich bin ja nicht 40 oder so, aber das hat sich schon viel, so vom Äußeren, aber so rein biologisch bin ich das ist krank. Sag mal ehrlich, die Erfahrung, die du hattest im Boxring, so mit ihm, ne? Ja. Findest du nicht, das humbelt einen? Inwiefern? Auf eine gewisse Art? Naja, im Sinne von... Also nicht so auch richtig, mal, auch mal eine Mich hat es einfach nur verletzt, irgendwie.
Also, mehr war da nicht. Ich habe ihn gehabt. Nee, aber ich fand das. Digga, du hast mich gehabt. Aber ich finde diese Erfahrung auch mal zu. Also ich finde Kampfsport wirklich für ein Kind. Jetzt, es muss nicht Boxen sein, lass es Ringen sein oder irgendwas. Aber der Sport an sich ist krass. Oder Touren. Safe. Das gibt dir. Also, ich weiß, was ist das deutsche Wort für Humble nochmal? Sorry. Erden? Ja. Ja, es erdet dich übertrieben so einfach für dein Alltagsleben im Allgemeinen. Mhm. Weil du wirst auch gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendwie dann Stress zu suchen. Oder du. Es ist auch immer einfach gut zu wissen, ey, ich habe mich sportlich mit jemandem gestern gemessen, habe mir vielleicht mal eine gefangen. Du lernst auch mit Konsequenzen zu leben, weil das ist ja ein Sport, da ist die Konsequenz halt nicht irgendwie beim Tischtennis, wo ich verliere einen Punkt, sondern, weißt du, das sind dann so ernstere Auswirkungen und es erfordert super viel Disziplin und Willenskraft, da überhaupt zu bestehen. Ja, Kampfsport ist an sich schon geil. Es ist unfassbar. Ich glaube, Bro, ich glaube, at some point, ich weiß nicht, ich bin halt so gar nicht aufgewachsen und ich dachte mir immer, das ist immer das so, wie ich das mitbekommen habe, weil ich weiß nicht, wie es bei meinen Eltern war damals. Also wie die behandelt wurden von ihren Eltern so krass. Ja. Aber ich glaube, Re-Rap at some point hätte ich, also ich glaube, ich hätte das nicht, ich glaube, ich hätte das auch mit mir nicht machen lassen. Wenn ey, wie gesagt, jeder ist anders gestrickt und alles ist absolut fein, weißt du, das ist ja das Geile. Ich habe ein ganz anderes Familienbild, weil ich habe, Bro, Re-Rap, ich bin so, mir ist scheißegal, ob es meine Mutter ist oder mein Vater, ist mir scheißegal, wenn die eine dumme Meinung haben, haben die eine dumme Meinung für irgendwas. Ja, das ist aber auch wichtig. So, und voll wichtig, genauso ist es auch bei, also ich bin meinen Eltern, so, das ist, viele Leute sehen das überhaupt nicht so und ficken wahrscheinlich überhaupt gar nicht mit dem, was ich jetzt sage, so, aber man ist seinen Eltern nichts schuldig. Nichts. Nee, man hat sich das ja nicht ausgesucht in dem Sinne, das hängt dann einfach von deinem persönlichen Charakter ab, so, genau. Und vom Gesamtkontext, weil, ey, wenn deine Eltern immer scheiße zu dir waren, so sorry, Alter. Also ich gebe denen auch super viel, ich gebe denen halt viel zurück, was von dem, was ich kann, so. Ich meine jetzt auch nicht dich persönlich. Ja, klar, generell. Ja. Aber so, ich meine nur damit, niemand, also dieses Gefühl von, boah, ich muss irgendwann für deren Rente sorgen, habe ich überhaupt nicht. Okay. Ich weiß, dass ich das machen werde, aber ich fühle mich dazu null verpflichtet. Mhm. Ich denke mir nur so, wie. Aber dann ist ja keine Pflicht, es ist ja eher so. Also ich glaube, es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn ich mir jetzt vorstelle, Bruder, es läuft irgendwann so krass, dass einfach Muttern und Vatern, was weiß ich, man drückt jedem 10.000 in die Hand und sagt, macht euch irgendwas geiles. Aber checkst du dieses klischeemäßige Bio-Mama-Haus, Bio-Father-Haus, bla bla bla. Nein, also so verpflichtet dieses, sowieso nicht. Nö. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach auch einfach der große ganze Kontext. Also wenn meine Eltern jetzt irgendwelche Alkoholiker wären, die mich einfach, also ja, wo ich einfach nur ein Trauma nach dem anderen Tag für Tag, weil so Leute gibt es auch zu Genüge, weißt du, wo die Eltern einfach einen Scheiß auf dich gegeben haben. Ich habe das Gefühl, Familie dir selbst überlassen, dann würde ich ja wahrscheinlich auch durchgehend anders ticken. Das Problem bei seiner Mutter, die frisst und säuft halt und hat ja auch keinen Bock da rein. Ich nehme jetzt natürlich das krasseste Extrembeispiel. Fette Sau. Ich glaube, das ist aber auch nochmal so ein Mentalitätsding. Ja. Ich bin zum Beispiel wahrscheinlich eher anders gepolt. Ich habe zum Beispiel ein Zimmer bei meinen Großeltern in deren Wohnung. Mhm. Früher haben wir zusammen gewohnt, dann sind wir nochmal in ein Haus gezogen, die nochmal in eine Wohnung, 2 Minuten voneinander entfernt. Und ich bin 3-4 Mal die Woche Minimum da, übernachte da, damit ich einfach da bin. Ja. Medikamente richten, zum Arzt gehen, bla. Ich könnte mir nicht vorstellen, das halt nicht zu machen. Ich könnte es nicht. Allein das gibt mir dieses Heimwehgefühl, dass ich weiß, also ich freue mich morgen wieder zu Hause zu sein, weil ich diese Kontrolle halt unbedingt brauche. Ah, geht's Oma, Opa gut und bla. Boah, nee, das könnte ich aber auch nicht. Ja, also eben, aber da ist ja jeder verschieden und ich würde nicht sagen, oh, das hier ist richtig und das ist falsch. Genau, ich check. Da gibt's ja gar keine Wertung. Gibt's nicht, so wächst man auf und so. Genau. Das Einzige, was ich wirklich problematisch sehe, unabhängig davon, wie man aufwächst und so, dass dieses. So dogmamäßig. Vielleicht so sogar anerzwungen wird. Vielleicht das. Na, Dogma irgendwie sehr so ein gesellschaftlicher Zwang oder so eine Norm so. Halt einfach, die man dir auferlegt. So dieses Familie ist das Wichtigste. Das ist ja immer ganz oben. Oder Familie ist das Heiligste oder was weiß ich. Oder, Bro, das ist deine Mutter, wie kannst du? Oder, Bro, I don't know. Weil so, es gibt so viele Leute, die sich wahrscheinlich nicht mal trauen, die eben aus einem deutschen Elternhaus kommen und dieses in deinem Fall jetzt dieses kroatische oder so gar nicht erleben, dieses Temperament und wie es da läuft. Bro, ich glaube, viele Leute haben so Angst davor, Jähzorn davor, wenn ihre Mutter oder wie ihr Vater mal ausholt und mal, nicht nur einmal, vielleicht ist man wirklich, aber so wirklich die irgendwie schlecht behandelt, irgendwie sie zwingt irgendwas zu machen, was sie nicht wollen, wirklich anfasst und so. Ich glaube, viele Leute haben einfach davor Angst, das potenziell zur Anzeige oder zur Jugend anzubringen, weil die denken, das sind ja meine Eltern. Ach so, ja, du musst halt aber auch weiterdenken, wenn du jetzt wirklich. Also wahrscheinlich ist es dann die bessere Wahl, aber da kommen halt auch da Sachen dazu, wenn du dann zum Jugendamt gehst, weil du eine Ohrfeige gekriegt hast. Es kann halt auch sein, dass du einfach im fucking Heim landest. Check ich, aber was ist besser? So, in manchen Fällen ist das wirklich. Es ist ein ja, in manchen Fällen safe. In manchen Fällen ist es besser. Was ich damit nur meine ist. Es gab auch schon Leute, die ich kennengelernt habe, wo ich mir auch dachte, ey, ich glaube, das wäre vielleicht auch die sinnvollere Alternative. Aber als Kind für ist das schlimm, Bro. Gewesen, ich weiß, du stehst da alleine, verstehst du deine eigenen Eltern, misshandeln dich und du fühlst dich in deinem eigenen Zuhause als Kind
hast du Angst. Ja. Digga, das ist, also das ist ein Privileg. Das ist ja sowieso was dann gar nicht mehr mit Eltern zu tun hat, sondern einfach mit häuslicher Gewalt. Und das hatten wir zum Glück alle nicht. So, aber es gibt's halt, das ist halt ein Problem, was gesellschaftlich existiert. Und das, also gerade im Kindesalter, wenn du dir selber, guck mal, wenn ich jetzt 20 wäre, mein Vater würde meine donnern, Bruder, dann, keine Ahnung, dann weiß ich nicht, dann kannst du dich ja wehren zumindest irgendwie. Ja. Oder sagen, Bruder, machst du das noch einmal, liegst du oder so. Nee, ich mich nicht, aber der normale Mensch, ist so ein Hurensohn, ne? Ich find irgendwie in der Generation jetzt hier gerade sogar diese, also in der Generation und in dieser Subkultur, in der wir uns bewegen, finde ich so dieses also dieses überverheiligte Familienbild über cringe. Ich finde es irgendwie richtig cringe. Ich sehe da so TikTok, wo irgendeiner meinte so, weil ich mal so gesagt habe, ein sehr guter Homie von mir ist sowas wie so Parents-Energie. Mhm. Ihr habt so Parents-Energie. Ja. Welcher Homie? Tamar. Mir wird auch mal nachgesagt, dass ich richtige Dad-Vibes versprühe, auch mit dem Humor. Ja, ich check das. Aber auch, ich habe auch so, Bro, wenn ich so zum Beispiel so gesagt habe, und das hat ja nichts mal was mit elterlicher Familie zu tun, irgendwie habe ich gesagt, so manchmal fühlt sich dann, als wäre Kevin, Papa Platte, so ein großer Bruder. Mhm. Bro, die Leute sind ausgeflippt. Ich verstehe aber nicht, was mit dem Deutschen ist. Ja. Weil ich gesagt habe, dass manche Homies, und der sagt so, Bro, also wenn ich sein Vater wäre und ich würde das sehen, ich würde mich so schämen. Ja, okay, also das ist überpeinlich. Fick deine Mutter. Das ist überpeinlich, deine Tante auch. Und deine Tante auch. Deine scheiß fette Oma. Deine fette Oma auch noch ficken. Deine Stammbaum. Schwester, mach deinen ganzen Stammbaum weg. Aber so, checkst du, ich meine, so dieses, oh. Also was ich auch richtig bescheuert finde, ist, dass man, also wenn Leute ganz penetrant irgendwas allgemeingültig versuchen, dir zu verkaufen oder anzudrehen, so, weißt du, das finde ich richtig problematisch. Was ich geil finde, ist, wenn wir uns hier zusammenfinden und, okay, für die Leute da draußen so, ey, wer ist der Navy, wie tickt der Navy in dem und dem Belang, so, ne, wenn ich das als meine Gedankenwelt in dem Sinne äußere und das ist so mein Maßstab, finde ich das geil, aber Problem ist es halt dann, wenn ich zu dir ankomme und sage, nee, du siehst es ja voll falsch, so wie ich das sehe, ist es richtig und andersherum was auch. Was ich gerade geil fand. Das ist halt komplett irre. Ja, weißt du? Ich finde gerade geil, dass du ja eigentlich eher dann so dieses Familienbild hast von, du pflegst deine Oma und für dich ist das voll wichtig. Voll. Auf der anderen Seite bist du trotzdem der Geil, der sagt, ja, fick deine Tante auch, fick deine dumme Oma. Ja, aber das ist auch so ein Ding, das beißt sich gar nicht. Ja, genau. So, das ist ja der Unterschied zwischen Humor und Werten einfach, Digga. Ja, aber die Leute sind auch so dumm, die wollen sich ja auch immer auf irgendwas aufhängen. Ganz ehrlich, voll viele in den Kommentaren werden auch da sein, die wollen einfach die Sau durchs Dorf treiben, weil die haben sonst nichts. Die benutzen das hier als Kanal, um zu sagen, nee, wie kannst du nur sowas sagen? Ja, aber aber verstehst du, was ich meine? Die Leute wollen mit der verfickten Lupe suchen, die irgendeinen Widerspruch und Fehler und einer ist. Das ist das verfickte Problem heutzutage. Die Leute macht euch mal locker. Chillen. Ihr solltet alle ein bisschen trainieren gehen, ein bisschen gut essen, ein bisschen, keine Ahnung, whatever machen, dann werdet ihr auch alle ein bisschen ausgelassener. Ja. Das heilt nicht die Dinge, aber das macht sie zumindest erträglicher. So. Dieses ständige Aufzwingen. Ihr Fotzen, wollen, Alter, also, was ihr los, Fotzen, Alter. Ja, ihr seid alles Fotzen. Wichtig. Das ist wirklich so. Aufzwingen, und das ist ja bei mir, ist es ja auch so, das merken die Leute. Ich glaube, es wird noch richtig spannend, weil Mike baut sich ja gerade so eine richtig eigene Community auf. Bei Mike ist ja so bei Mike, mittlerweile ist es scheißegal, wer gerade live ist. Bei Mike. Du hast so deine Leute, manche Leute machen sich extra für dich einen Twitch-Account. Jo, aber das verstehe ich voll. Normalerweise war ich mal so dieser überpolitische, korrekte, linke Pol, der vegan ist und gendert und so. Und trotzdem denken die Leute, ich bin halt so, weil das ist so ein... Ich wollte gerade sagen, das macht für mich gar keinen Sinn. Findest du? Ja, aber ich finde, das hast du ja schon immer vertreten eigentlich. So ein bisschen, ja, aber Digga, auf der anderen Seite, boah, es könnte mich nicht weniger jucken, ob mein Gegenüber gendert oder nicht. Ach so, nee. Es ist mir scheißegal. Bei aller Liebe, nee, ich wollte nicht sagen, dass es keinen Sinn macht, dass du politisch korrekt bist, so als Persona, sondern so wie man dich halt wahrnimmt, würde man dir diese ganzen Attribute nicht zuschreiben. Genau, das meine ich. Auch, dass ich kein Fleisch esse, Digga. Sorry. Oh, alles gut, das war irgendwie romantisch. Oh, fick nochmal. Zoom bitte auf meine Hand. Scheiße, halt. Aber selbst da, Bro, ich finde, selbst da muss man auch chillen. Voll. Ich finde, wie gesagt, alles kann und nichts muss irgendwie so von dem Prinzip her. Und ich finde es irgendwie schade, auch, keine Ahnung, meine Musik ist so super melancholisch und du willst dich dazu ritzen so und ich verfall da selbst halt irgendwie, weißt du, das ist einfach so eine andere Gedankenwelt, aber das heißt nicht, dass ich als Persona nicht auch eine ganz andere Facette habe. Und lustigerweise, die tiefgründigsten Leute irgendwie sind auch die Leute, die auch irgendwie so den abgewichstesten Humor haben, wo mich am meisten zum Lachen bringen. So. Es ist und Leute versuchen das aber immer so als Einbahnstraße zu sehen, aber ein menschlicher Charakter ist halt viel zu komplex, als dass du es nur darauf runterbrechen kannst, weißt du? Und im Prinzip kanalisieren wir ja einfach, keine Ahnung, Stand-Up-Comedian oder
jemand, der Sachen malt und bla, du nutzt es einfach nur als Kanal für deine Emotionen. Mhm. So, und übrigens, die depressivsten Leute, so, die man, sagt man ja auch immer, sind wirklich auch immer die witzigsten. Die Kurt Krömer, kennt ihr das von Krömer, wo der war ja richtig depressed. Übertrieben. Und er meinte zu seinem Therapeut, bitte cure meine Depression nicht zu 100%, sonst bin ich nicht mehr witzig. Und das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch. Ja, aber anders bleibt ja sonst auch nicht mehr außer witzig. Du weißt, die Leute ziehen sich doch immer den Scheiß raus. Navy hat übrigens faktisch gerade gesagt, dass man sein Kind schlagen darf. Wenn das Kind einen angreift. Wollte ich nur noch mal kurz, okay. Also nur aus Notwehr. Boah, das schreibt böse Kommentare. Das würde ich auch machen. Stell dir mal vor, du bist so Familienvater oder so, hast du deine Familie, du hast ein Kind oder so und dein fünfjähriges Kind greift dich an, ich würde den Tod hauen. Sind wir eigentlich schon wieder im Podcast drin? Ja. Okay, weil wir mussten die Audio cutten, weil die Kamera ist abgekackt. So, ja. Jetzt. Ich habe diesen Joke noch gestern gemacht, als es dann darum ging, so wie viel Achtjährige wird zu packen. Dann habe ich das Boxvideo von euch geguckt und dann obvious nicht mal ein. Ja, was ist das? Also woher kommt das gerade? Ich wollte gerade einen Joke machen, dass er relativ kindlich gebaut ist. Ja. Okay, ach Mann, lach doch jetzt wenigstens. Nee, werde ich nicht drüber lachen. Ich will jetzt deine ernste Meinung hören. Weil Digga, der Wichser, der setzt sich hier das erste Mal und sagt, ja Bruder, ich habe ein Boxvideo gesehen, bist du voll das Opfer. Ja, sorry, ich bin halt voll kampfsportaffin, okay. Also ja, kein Scheiß. Okay, aber wenn du kampfsportaffin bist, dann sag mal ehrlich, so selbst wenn ich diese Reichweite, das fuckt mich wirklich ab, wenn ich diese Reichweite habe und das Doppelte von ihm wiege, Bruder, ich habe nach einer halben Stunde gekotzt, weil ich keine Ausdauer habe, mir bringen diese körperlichen Aspekte ja gar nichts. Doch, bringen sie. Ich sag dir, ich hätte einschlagen lassen, er wäre tot gewesen, aber kann ich nicht. Ich sag dir, was bei dir der Punkt ist, bei dir ist die Psyche ein viel größerer Faktor. Ja, weil ich habe Angst, dass der mich schlägt. Genau, das ist das eine. Tut auch weh. Das wenn du das nicht ausschalten könntest oder das irgendwie in den Griff bekommen würdest, würdest du um einiges besser performen. Aber ist das nicht so ein normaler Selbsterhaltungsinstinkt? Weil keiner hat doch Bock, in die Fresse zu kriegen. Alter, das erste Mal, als ich... Ja, will ich ja gar nicht eigentlich. Das erste Mal, dass ich Sparring im Training gemacht habe, war gegen einen austrainierten Russen, der wog bestimmt seine 80, 90 Kilo mit so Arm und der hat mich durch den Ring geprügelt und mein Trainer... Schaut an Carsten, mal so ein Ostberliner, ne? Und der kannte halt nichts, ne? Und der Typ hat auf mich eingedroschen, da war ich nicht mal volljährig. So, ja, weiß ich nicht, ob nein, ich will dir nur sagen, ich habe geweint. Das ist das Normalste der Welt, aber diese Erfahrung. Boah, das klingt nicht so normal auch. Ey, wie gesagt, jeder ist anders gebaut. Aber ey, ich habe wirklich geweint, weil du fühlst dich halt wirklich scheiße. Stell dir vor, jemand verprügelt dich halt so. Ich habe damals als Kind geweint, als ich auf die Hüpfburg musste in unserer Sommerfeier und ich kannte kein Kind um mich rum und ich bin da gesprungen, hab geweint, weil ich habe Angst. Nee, aber jetzt gibt es. Lass mich kurz sagen, dieses Boxvideo hat mir wirklich gezeigt und ich glaube, das ist auch so dieses Erziehungsding. Ja. Ich check nicht, warum das bei mir ist, aber ich habe irgendwie ich hasse so Konfrontationen und so. Und ich glaube, ich bin schon auf irgendeine Art und Weise verweichlicht und ich denke mir so, woher kommt das? Weil ich habe mich auch nie geprügelt oder so und das ist geil. Guck mal, du hast auch vorhin gesagt, dass deine Eltern dich wahrscheinlich ich wurde zu doll. Nee, hat sich ja auch nie außerhalb des Elternhauses, hast du dich nicht geprügelt. Nee, ich wurde immer so behütet von der Mutter, die kleine Fotze, die ich bin. So, aber das finde ich jetzt eigentlich kacke, weil... Das ist nichts Unnormales, es ist eher normal an sich. Ne? Auf der anderen Seite würde ich sagen... Passiert, aber trotzdem ich glaube, auf der anderen Seite würde ich sagen, dass rein instinktiv dieses Kämpfen, was machen Kinder, ne? Die ringen ja oft miteinander und... Zählt Trampolin-Wrestling? Ja, auch so Sachen, das ist ja auch, das fängt ja alles darunter. So dieses, oder man, oh, wir sind die Power Rangers und dann kämpfen wir so ein bisschen rum, weißt du, das ist ja irgendwie in uns. Und dann natürlich, guck mal, wir sind ja alles irgendwie so biochemisch zusammengesetzte Missgeburten. Der eine hat ein bisschen mehr Östrogen, der andere ein bisschen mehr Testosteron und bla. Jeder ist halt ein bisschen anders und der andere hat halt mehr Drang dazu. Was hat Mike mehr? Was hat Mike mehr? Frag nicht. Digga, du beschissene Podcast-Folge. Mike sieht wirklich aus wie so eine, du könntest legit eine Englischlehrerin sein. Ja, ein bisschen, oder? Mir fehlen auch diese Ohrringe und dieser Schlüssel, mit dem ich so schwör drin war. Ich schwöre dir, mach deine Haare grün, mach dir hier ein Ohrring rein, du wärst eine Englischlehrerin. Ich mach Sabaton, 10.000 Subs, meine Haare lila. Nein, aber, lila ist kacke. Es gibt da kein richtig oder falsch auf jeden Fall, sondern der eine hat halt ein bisschen mehr diesen Drive in sich dafür ist der aber andere... Aber kann man das noch lernen? Kann man das jetzt mit Mitte 20 noch lernen? Bro, du kannst deinen Körper bis ins sehr späte Alter übertrieben krass konditionieren und damit geht aber auch die Psyche Hand in Hand. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie 10-mal in dieses Boxtraining noch gehen würdest, das würde auch psychisch mit dir etwas machen. So, du passt dich immer deiner Umgebung an. Natürlich wirst du jetzt nicht mehr diese Sprünge machen wie ein 10-Jähriger, der in seiner Pubertät ist, wo dann die Motorik sich erst entfaltet, aber du könntest noch, also du würdest in einem Jahr Dinge mit dir machen können, wo du ein Jahr später zurückguckst und dir denkst, ich bin gefühlt ein ganz anderer Mensch. Mit ein bisschen Training könntest du Safe Call nur rektal kommen.
Boah, das wäre geil. Nur über die Prostata. Also jetzt Real Talk. Glaubt ihr, ich will mal einmal mit den Gedanken nur kommen, ohne hab mein ich schon einmal geschafft. Ehrlich? Ja, das ist krank. Ja, das war auch richtig krass. Ich hatte das manchmal, wenn man mal geträumt hat, dass man das Bett voll gespritzt hat. Aber also es geht nicht nur 100% mit den Gedanken, du musst so deinen Arschmuskel ein bisschen anspannen, so ab und zu. Aber was reinschieben oder anspannen? Nee, anspannen nur. Hast du, so bist du gekommen, naja. Wann? Boah, das ist schon ein bisschen was her. Boah, das ist krass. Aber es war geil. Ehrlich? Ja, würde ich dir empfehlen. Mach das mal. Wer von euch beiden hat eigentlich den größeren Schwanz? Ja. 100% ich. Ich habe einen übelst kleinen Penis. Echt? Ja. Scheiße. Ist ja nicht so, das ist so. Was hast du für einen Schwanz? Hast du ein Blut an? Habt ihr vielleicht habt ihr ja Patreon, dann können wir das ja extra für die hochladen. Wir können ja hier können so ein Reveal machen. Also ich hätte. Ich möchte nicht. Okay, dann nicht. Ich schäme mich. Das Einzige, wofür ich mich gerade schäme, ist mein Arschloch. Ja. Ist wieder haarig, habe ich keinen Bock drauf. Und geweitet wahrscheinlich, wie von gestern noch. Ja, von gestern. Ach, scheiße. Hast du schon mal was im Arsch drin? Boah, Frauenfinger, Alter. Männerfinger. Nee, es gibt wirklich diese Leute, die feiern das ja voll, wenn man denen irgendwie, ja? Magst du, wenn man dir so ein klein, wenn so ein bisschen Däumchen... Ich kann gar nicht genug im Arsch haben. Mein Arsch ist quasi so eine kleine Wühltruhe vom Trödelmarkt. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war, als Wolf of Wall Street das 10. Mal geguckt habe, weil der Film ist so komplett mein Humor, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Mhm. So dieser Wahnsinn, dieses Vulgäre, Unkorrekte und alles. Und da war ich auch so bei Leonardo DiCaprio so, oh, schieb mir diese Kerze ins Arsch und bla. Und ich war so, was ist denn da geil dran irgendwie? Auf der anderen Seite, ne, es gibt ja keinen Mann, der nicht sagen wird irgendwie, dass das Gefühl nach dem Kacken irgendwie das Beste der Welt ist. Es gibt ja Leute, die stellen das auch über Sex. So, das ja, heißt, irgendwas wird da ja wahrscheinlich Gefühl. Stimuliert. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Wenn die Wurst kacke meine Prostata streift, das ist schon eine stabile Nummer. Ich bin kein Doktor. Ich glaube, Mike ist jemand, der sich auch schon mal so selbst mit Scheiße in den Arsch gefickt hat. Du hast so diesen Haufen Scheiße so rausgedrückt zum Sweet Spot. Dann kannst du wieder reingezogen. Wie soll das denn so, als wäre das so ein richtig trockenes, hartes Würstchen ist, was man so wieder rein. Aber nee, um die Frage zu beantworten, ich habe mir noch nie was in den Arsch geschoben. Krass. Und mir hat auch noch nie was jemand in den Arsch geschoben, tatsächlich. Ich schieb Felix Oma immer meinen Schwanz in den Arsch bis zum Anschlag. Aber, ja. So, aber wie gesagt, ich habe ja heute noch Zeit, also. Digga, wisst ihr, was ich vor ein paar Tagen im Arsch drin hatte? Das erste Mal, ich habe gelogen. Nein. Sag's. Fast eine Abmahnung von einem Fotografen. Ach, den Scheiß. Was? Oder ich wurde gefickt. Pass auf, ich musste 200 Euro Strafe zahlen. Wieso das denn? Du musst raten. Es geht um ein Foto, was ich benutzt habe. Thumbnail-mäßig, oder? Ja, pass auf, ich habe einen Tweet gemacht. Ja. Vor einem Dreivierteljahr. Ja. Hab getweetet, Döner ist das beste Fastfood. Hab einfach ein Bild genommen. Von einem Döner. Einfach bei Google Bilder. Oh mein Gott, und dafür kannst du doch nicht belangen. Nein, pass auf, jetzt kriege ich eine WhatsApp vom Management. Die sagen, yo, lösch mal diesen Tweet, der hat jetzt geschrieben, das ist irgendwie, du hast dieses Bild unlizenziert benutzt. Aber stopp. Aber du hast doch keinen Profit daraus geschlagen. Erstmal scheiß darauf. War das Bild, was du gepostet hast, ein actual Stock-Image mit Stock-Text drüber? Boah, das muss ich. Also steht da noch so drüber irgendwie so Shutterstock also oder so? Also es stand auf dem Bild, wenn man auf dieses Bild draufgeklickt hat, ja. Stand da auf jeden Fall links unten so Stock. Das ja, dann hast du es aber nicht unlizenziert benutzt. Warte. Boah, ganz viele Leute, das ist ja dadurch, das war ja diese erste Bild-Internet-Troll-Agenda so. Doch, okay. Oder warte, doch, das Bild, was ich gepostet habe, da war das nicht drauf. Also ich habe mir das von Google. Okay. Weil Leute haben damals Stock-Images, weil die es einfach nicht eingesehen haben, für ihre YouTube-Videos das zu kaufen, haben einfach die Stock-Images genommen mit den Wasserzeichen drüber, weil es auch das einfach darf man? Ja, ist halt, ja, klar. Das ist ja. Aber ich denke mir so allgemein, bei Twitter, er hat ja, du kannst ja Tweets monetarisieren, oder? Keine rechtliche Auskunft hier, aber ich wurde nie gefickt damit und meine Edit, ich komme ja aus dem Editing. Oder die meisten juckt es auch nicht. Also das Ding ist, guck mal, das also musst du 200 Euro zahlen. Ja, pass auf, das Problem war. Fick doch seine Mutter, wie heißt der Typ? Den finden wir. Ich glaube, das ist jetzt nicht so smart in meiner Stelle. Hast du jetzt 200 Euro bezahlt? Ich habe es bezahlt, ja. Scheiße, ich habe erst überlegt, mir den Anwalt so zu nehmen, aber es ist halt für 200 Euro nicht worth. Und ich denke mir so, guck mal. Was ein Sohn. Hast du eigentlich, ganz kurz, hast du Rechtsschutz? Weil ich seit ich Rechtsschutz habe, hoffe ich drauf irgendwie. Was wann kann du ich das nächste Mal jemanden anklagen? So? Ignoriert wahrscheinlich. Ja, kannst du nicht. Bruder, der mahnt dich halt ab. Ich habe halt sein Bild ohne die Lizenz. Das ist eine kleine. Das Management. Geht zum Anwalt. Streit dich mit ihm. Und das ist so, für 200 Euro denke ich mir so. Also hätte er jetzt so 1.000 Euro haben wollen, hätte ich mir safe einen Anwalt genommen. Ja. Aber ich denke mir so, guck mal, ich meine, es ist ein gutes Recht, auch wenn es natürlich kleinkariert ist. Und wäre ich so, das ist ja eine Masche, die machen ja ihr Geld damit. Fick dich, du Hurensohn, du hast einen Döner fotografiert. Fick doch deine Mutter, mach was Sinnvolles. Ja, es ist, ich würde das jetzt so nicht unbedingt unterstreichen, weil ich gar keine Lust habe, dass der mich abmahnt. Aber, nee, ich sag das. weiß nicht, ich fand das ich hasse auch übel. So Leute, selbst wenn du recht hast, es gibt so gewisse Dinge, das gibt mir diese Vibes von diesem Fahrradfahrertypen, der alle anzeigt. Mann, du Hurensohn, Alter, du siehst einen Tweet, jetzt musst du den anzeigen. Was bist du für eine Fotze, Alter?
Wichs dir doch ein. Also ohne Scheiß, beruhig dich. Was ist mit deinem Scheiß? Was ist das Scheißproblem von so Leuten? Ich hasse so Leute, gell? Auch im Ordnungsamt, wenn die so. Bruder, was ist da passiert? Was ist so dieser Flip? Ey, ich krieg richtige Aggression. Ich hab eh ein Problem mit Autoritäten. Kein Scheiß. Ich hab. Deswegen Schule war Horror für mich. Wann wurde so dieser Schalter umgelegt? Weiß ich nicht, jetzt, wo du gesagt hast, mit 200 Euro wegen dem verfickten Foto. Ja, ich wollte für verfickte Dönerbild, musste ich 200 Euro bezahlen. So, und ich denke mir so, Bruder, schreib mich doch einfach an. Kein Scheiß. Ich hätte auch so, ich poste deine Seite, ich habe auch angeboten, Digga, ich kaufe einfach diese Lizenz, poste die Seite von dir. Wie teuer wäre die Lizenz gewesen? Wahrscheinlich 20 Euro oder so. Ich weiß schon, wie der Typ aussieht. Ich weiß, wie du aussiehst. Kannst du mir das mal zeigen? Den Dönerbild? Ja, den Dönerbild oder den Typ von den Dönerbild? Kann ich dir nach dem Podcast zeigen? Ja, ich will jetzt sehen. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ach so. Keine Ahnung. Hast du, hat der keinen Kontakt mitgeschickt bei seiner Mail oder was? Nee, der hat einfach so ein Konto, wohin das gehen soll, habe ich 200 Euro überwiesen, ja. Das geht, dafür hast du ja Management. Ich will ja nicht wissen, wie der auch. Ich will mit dem gar nichts zu tun haben, Digga. Ich will einfach, dass der mich in Ruhe lässt. So interessiert. Vielleicht bin ich auch einfach nicht gesellschaftsfähig. Das fickt einfach nur meinen Kopf, Digga. Hätte ich mich jetzt darüber geärgert. 200 so. Euro. Oder einfach weg. Aber hast du den Tweet jetzt trotzdem gelöscht? Ja. Nein. Doch, du hast den Tweet gelöscht und musstest das bezahlen? Ja, oder ich habe sein Bild benutzt. Ich hab den was dann passiert, hättest du einfach diesen Tweet gelöscht? Dann hätte er sich einen Anwalt genommen, weil er es gescreenshottet hat und wäre dann zum Anwalt gegangen und dann wäre ich wahrscheinlich auf noch mehr Geld abgemahnt worden. Aber das ist doch monetär, Bro, das ist krass. Was ja, ist denn? Scheißegal, was monetär. Ich habe es ist dein Bild. Ja, ist absolut, ja, die ganze Situation, Bruder, finde ich absolut peinlich, aber das ist halt ein Bild, was er gemacht hat, wo er die Rechte dran hat. Ja. Weißt du, wo ich es verstehen was würde? Das war für Adobe, für diese Stock-Bibliothek, also Adobe hängt da auch mit drin. Hast du die Adobe-Lizenz? Hast du die Adobe Cloud? Ja, Cloud, ja, aber es gibt noch eine Adobe Stockbilder-Lizenz. Ja, guck mal, wenn du Geld dadurch verdient hast, hätte ich es ja verstanden, verstehst du? Selbst wenn du 100 Euro durch diesen Tweet gemacht hast, dann hätte ich es verstanden. Von denen, Bruder. Die machen ja, genau, halt Fotos eine Masche. Von so aber das machen nur Hurensöhne. Döner und sowas und damit verdienen die halt Geld, dass sie dann sagen, das ey, du hast unfassbar. Mein Bild genommen, weil das Bild ist auch ganz oben bei Google und das werden so viele Leute machen. Das ist einfach ein Bild von einem Döner. Ja, ein verficktes Bild, ein verfickter, arschgefickter Scheißdöner liegt auf einem arschgefickten Teller von einer weißen Wand und sieht lecker aus. Bro, der Hurensohn soll doch in jeden Dönerladen auf der Venloer reinlaufen und alle anzeigen oder abmahnen, Alter. Was ist? Aber es ist halt sein Recht, er kann das halt machen. Ne? Ja, aber also das ist halt das natürlich, Ding. Das ist sein Recht. Aber du wärst halt rausgekommen, ne? Du wärst da safe rausgekommen. Ja, aber ich habe einfach keinen Bock auf dieses Kopfgefickte, oder? Du bist auch reich jetzt. Das ist so. Also schon lange, aber jetzt noch ein bisschen mehr. Ja, kannst gut, du die 200 okay. Euro... Easy. Aber ich weiß, du wärst so ein Typ, du hättest richtig Stress gehabt. Du hättest auch Bock auf sowas. Ja. Du hättest richtig Bock, dann so mit dem zu ficken. Ja, 100 Pro. Deswegen also meinte ich, doch, seit ich Rechtsschutz habe, Alter, ich hoffe, ich lade das Bild auch hoch. Ich streite mich mit ihm. Ja, 150 Euro an meine Versicherung hier, Anwalt, Alter, alles klar. Das muss ja jemand sein, der dich kennt. Ich hätte auch, nee, ja. Oder die haben wahrscheinlich ein System, was halt immer erkennt. So einen roten Strich drüber. Aber wie viele so Bilder gibt es, ne, dass das System direkt ja, checkt, ja. Das ist es. Ja, aber ich denke mir, ich habe einen Rechtsschutz. Theoretisch hätte ich das auch machen können, ja. Aber ich habe einfach keinen Bock auf diesen Konflikt, auf diesen Papierkram. Ist der Tweet geblowt? Ist der Tweet geblowt? Ja. Nee. Das sind dann, das hat 8.800 Likes oder so. Aber das 1.800 sind dann, oder 8.800? 1.800. Das schon stabil. Mein Twitter ist auch runtergegangen. Zabex. Letzten Jahre. Ich hatte der schon weg. Ich habe den gelöscht. Das sind so Sachen einfach, die... Ich hätte dagegen vorgehen können und vielleicht wäre ich auch rausgekommen, aber es ging halt, er wollte jetzt diese 200 Euro haben, es ist sein Bild, er hat die Rechte, das ist sein Recht und ich habe einfach keinen Bock auf diesen Kopfweg. Da muss ich mit Anwalt telefonieren, da muss ich da irgendwelche Schreiben aufsetzen lassen, ich habe keinen Bock darauf. Genau aus dem Grund zahle ich dann auch manchmal Sachen. Such mal den Döner raus. Wenn das jetzt... Brauchst du auch. Der Erste, es ist exakt der Erste. Der Döner ist es? Ja. Halt in die Cam. Stern, das ist von Stern. Und das Bild habe ich einfach. Das glaube ich nicht. Ja. Du musst überlegen, wie absurd. Das ist das allererste Bild, wenn du Döner eingibst. Irgendein Dude scrollt Twitter. Ist nicht mal, es ist ja nicht mal so krass gegradet oder irgendwie so. Diesen Scheiß. Döner, der hat auf Twitter diesen Search by Image gemacht, hat deinen Tweet gesehen und gesagt, der Wichser benutzt meinen Döner. Möchte mich hier übrigens von allen Aussagen, Beleidigungen ich von nicht, Navy ich distanzieren. Ich ficke deine Mutter. Okay, ich distanziere mich davon. Leute. Sorry, da kommt eine Kanacke in dir raus. Alles gut, ich distanziere mich davon. Ich distanziere mich auch. Ich habe die 200 Euro bezahlt, bitte lass mich in Zukunft. Alle Leute, die mich eh schon kennen, die kennen auch die Seite an mir, die wissen auch so, dass das ein bisschen bescheuert. Aber sag doch aber nicht den Namen. Sag doch jetzt im Podcast nicht den Namen, Bruder. Mach ich nicht. Auf jeden Fall ist dieses Bild, das ist halt ganz oben, wenn du Döner eingibst. Ich wusste es nicht, das ist halt, keine Ahnung. Also hier einfach das Appell, wenn ihr Bilder benutzt und irgendwo postet, Digga, achtet darauf, geht auf Pixabay, dass die lizenzfrei sind. Weil es gibt halt auch Leute, die machen das halt als Masche. Ja, so, das ist dann ganz oben und jeder postet das. Bro, halt. es gibt auch diese Fotzen, die gehen auf Insta-Seiten von Selbstständigen und gucken, ob da ein Impressum angegeben ist und wenn nicht, dann schicken die da auch Strafen raus.
Das kann nicht bis zu 500 Euro kosten. Ich weiß, aber so verdienen Leute halt ihr Geld teilweise. Ja, halt, sorry, ich kann das nicht respektieren, das geht mir so krank. Das irgendwie auf also Nerven. Für mich ist so das Ending, es ist halt, ich finde, es ist eine scheiß, also ich finde es auch keine geile Aktion. Ich hätte an seiner Stelle einfach gesagt, ey, kauf die Lizenz, poste einfach meine Seite oder man hätte irgendwie was, keine Ahnung, Digga. Bro, wenn es dich wirklich so krass berührt, schreib doch erstmal eine DM und bitte dann kann man auch mit coolen Menschen über alles reden. Ich hätte ihm 200 gepaypalt irgendwie, wenn er mich nett angesprochen hätte. Voll, in dem Sinne, ich bin da wirklich, Digga. Ich komme da den Leuten bestmöglich entgegen. Irgendwie, aber wenn jemand so auf die Art anfängt, dann, keine Ahnung. Bro, also wirklich, also ich check, es ist eigentlich auch gar nicht so ein großes, riesen Ding jetzt so. Nee, gar nicht, aber es geht ums Prinzip, wie Leute denken. Es geht ja gar nicht um 200 verfickte Euro, Alter, die scheißt da dir jetzt die nächste Stunde irgendwie. Boah, der Typ Geld. Ist big im Stock, ey. Der ist viel Geld, aber trotzdem. Ja, aber der verdient wahrscheinlich genauso sein Geld, dass halt diese Leute, die Google was benutzen. Ich sehe den Namen. Den werde ich jetzt nicht nennen. Du hast 200 Euro gegeben. Digga, der hat halt über 20.000 Bilder, ne? Ja. Was meint ihr, wie viel Kohle? Oh, jetzt guck dir mal ganz kurz. Nein, aber nicht zeigen. Nein, ich sag gar nichts. Aber guck dir mal dieses Bild an. Guck dir mal dieses Gesicht an. Ja, alles gut. Ich distanziere mich da auch vor. Ich stell mir immer vor, ich bin mit den Leuten in einem Raum. Und das ist auch ein Problem im Internet so, ne? Ich stell mir immer vor, wenn wir jetzt im gleichen Raum wären. Bruder, ist einfach nur Fotograf, der Döner fotografiert. Ich sag. Guck dir diese. Hey, hey, hey. Distanz, gib ihm ganz, von Winnie Pooh. Ich distanziere mich davon. Gib ihm 400 Euro, ganz ehrlich, der Arme. Okay, krass. Bro, du musst überlegen, guck mal, das ist, also diese Stock, guck mal, diese Scheiße, ich glaube, ich poste das hier einfach, weil da ist das Logo. Mann, lass den doch in Ruhe, der Digga. Macht er hat einen Pizzaslice. Und er guckt, weißt du, was sein Tagesgeschäft ist? Der guckt auf Twitter, wer einen Döner hochgeladen hat, was er geknipst hat und holt sich 200 Euro. Ey, bitte, lass den Arm. Ich weiß, wie es riecht bei ihm. Ja, lass den Arm fotografieren. Arm ist da for real, Alter. Bitte, mach das. Stell euch mal vor, man wird den Namen jetzt veröffentlichen und jeder wird seine Bilder tweeten. Nein, um Gottes Willen, nein. 5000 Leute würden das tweeten. Das Geile ist ja, hoffentlich sieht er das und fühlt sich durch alles angesprochen, aber keiner weiß ja, wie der heißt. Es geht ja auch gar nicht um ihn. Es geht ja auch gar nicht um ihn. Nee, es geht um jeden, der überhaupt so tickt. Ja, es geht um so, jeden. Es geht auch um jeden von euch, falls ihr irgendwo mal einen Falschparker seht und es betrefft jetzt nicht euren Parkplatz und ihr zeigt den trotzdem an. Ich meine auch euch. Ich meine genau dich. Digga, ja, das ist halt du krass. Ne? Das. Und stell dir vor, du postest das hier. Das ist ein Brot voll. Das ist einfach eine Scheibe Brot, Vollkorn. Brot. Und stell dir vor, das kostet dich 200 Euro. Ja, ist schon eine wilde Masche. Geil, aber es ist halt, er macht's halt, es ist halt sein Recht. Es ist eine weirde Art, sein Geld zu verdienen, aber es ist halt sein Recht, ne? Stock-Image. Ist wahrscheinlich sonst eine brotlose Kunst. Es gibt trotzdem irgendwie so ein Common Sense, auf was man sich einigen kann und es geht ja nicht immer zwingend Hand in Hand. Ja, schreib doch einfach nochmal an und sag so, ey, guck mal, du hast mein Bild gepostet, finde ich nicht so geil, können wir uns da irgendwie einigen? Hey, Bruder, wäre ich der Erste, sag, Bruder, safe, sorry, wusste ich nicht. Das glaube ich nicht, dass der das wirklich ist. Das ist er, ich verspreche dir das. Das ist der auch. Ja, der Name, der Management hat mir einen Namen gesagt, das ist der. Das glaube ich nicht. Man weiß ja, vielleicht geht es dir finanziell nicht so gut, Bruder. Ich weiß ja, ich habe keine Ahnung. Bro, aber selbst dann, mach doch auf korrekt. Ja, sag ich ja auch. Aber das ist halt sein Recht. Er kann das halt durchboxen, ne? Also hätte ich das jetzt nicht bezahlt, hätte er sich halt, also selbst wenn es vielleicht fallen gelassen worden wäre oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, es ist halt einfach so viel Stress da. Das gute Recht von einem Anwalt, einem Pädophilen irgendwie auf Bewährung rauszuboxen, ist trotzdem Hurensohn. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das ist jetzt ein ganz krankes Beispiel. Das ist super wild. Das hat auch mit der einen Sache nichts zu tun. Es geht einfach um Wir stehen hier gar nicht. Es geht einfach um das Prinzip. Nur weil es gesetzlich vertretbar ist, heißt es nicht, dass es cool ist im ethischen Sinne meinetwegen. Ne? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich habe jetzt das schlimmste Beispiel so genommen, was mir gerade einfällt. Einfach um wenn man es dann wieder runterskaliert, um klarzumachen, was ich eigentlich damit aussagen möchte. Ich frage mich gerade, könnten wir theoretisch von der 2 Vermengen GmbH und Co. KG dafür belangt werden, was unsere Gäste hier drin sagen? Habe ich irgendwas Strafbares gesagt oder irgendwas Schlimmes? Ich glaube nicht. Nein, strafbar nicht, bloß moralisch extrem verwerflich. Aber was ist moralisch jetzt verwerflich? Ich habe ja nicht gesagt, das eine ist gleich schlimm wie das andere. Ach so, ja, gut. Ich hab ja nur ein ganz extremes Beispiel genommen, um das Prinzip zu verdeutlichen, weißt du? Er kann gar nicht fassen. Er guckt immer noch durch diese Stockfotos. Er ist voll hängen geblieben, er hat den Typen voll gefressen. Ich hab gefunden, was er hier verkauft. Nein, warte mal, bevor da jetzt Mann, irgendwie... Nein, ich joke nur, du hast es gesagt. Ne? Ja, ich bin halt nicht so oft in verfickten Podcasts und Interviews. Ich hatte schon mal einmal diese Situation, wo mir irgendwas umgedreht wurde. Und dann war ich auf einmal so der... Was steht da? Jetzt wissen wir, wo er wohnt. Ich schick dir ein Merch-Paket zu. Geiler Hoodie übrigens. Danke, Bruder. Willst du auch rein? Ja. Voll viele haben das auch erkannt, dass das von Geil. Dir ist. Voll schön. Ich würde den auch gerne rocken, ja. Ja, ich mach den Paket ready. Geil, Alter. Sex. Ich hab deine Adresse jetzt. Ja. Das stimmt. Nicht nur meiner. Darf ich den Hoodie tragen oder muss ich da, wenn ich ein Foto damit auf Instagram hochlade, muss ich da noch irgendeine Lizenz kaufen?
Stell dir vor. Digga. Ich muss kurz einmal gucken, wie das aussieht. Aber das hat mich auch richtig gebraucht. Also das sind so 200 Euro bringen eigentlich um, aber es ist halt viel Geld und es bricht mich einfach. So eine unnötige Sache, wie gesagt, Digga. Ich wäre jetzt genauso sauer gewesen, wenn es 10 Euro gewesen wären, weil es geht nicht ums Geld. An alle TikTok-Editor, die das hier gerade hören, aus diesem Fiebertraum hier gerade mit dem Stock-Image muss ein TikTok entstehen. Das ist real, aber es dreht sich gerade auch seit 10 Minuten sicher um diesen Hurensohn, ne? Hey. Distanz. Achso, das darf man nicht sagen, oder? Doch, ich habe bloß extrem Angst, dass der die. Du darfst machen, was du willst. Ich habe bloß Angst, dass der das. Es weiß doch keiner, um wen es geht. Oh mein Gott. Wir reden über Bastian Schweinsteiger. Ja. Du kommst doch aus der. Ja, ich bin gar nicht so weit weg von dem. Zwei Stunden trennen uns von einer Ohrfeige. Nein, Bro, das ist krank. Distanz. Davon ist das nicht. Nee, aber so schlimm bin ich jetzt auch nicht, ne? Also, keine Ahnung. Nein, das ist obviously die Leute Spaß. Werden jetzt denken, ich bin irgendwie so einer von diesen Straßenrappern, die irgendwo hinfahren, um Gottes Willen, ne? Boah, ich fand's einfach geil, wir haben so richtig Deep Talk geführt und dann kam dieses Fotografenthema auf und auf einmal war der Switch da, du bist völlig aus der Haut gefahren. Ja, wegen so einer Scheiße, Alter. Ich denke. Ja, ich distanziere mich von allem, ich habe damit ja gar nichts zu tun. Ich distanziere mich auch von allem, was. Ich habe meine Strafe bezahlt, ich wurde zur Rechenschaft gezogen, ich distanziere mich von sämtlichen Aussagen. Ja, same. Das ist sein gutes Recht und sein Recht wurde geltend gemacht und das ist hier in diesem Vaterland. D-Mark. Ich finde auch an alle Stock-FotografInnen, die da einfach eine Passion drin gefunden haben, setzt das durch. Scoutet das und fuckt die Leute richtig ab. Ja. Weil das ist euer Recht und ihr macht Rewrap ohne Stock-Footage, wären Meme-Videos nichts. Ja, vielen. Was wären wir ohne, wenn wir einfach schnell googeln könnten, Pizza, und dann würden wir das erste Bild nehmen? Kira ruft mich gerade an. Soll ich rangehen? Mach doch. Ich hab zu Scheiße gefickt. Daumen ist so fett. Ey, du bist gerade im zwei vermengte Podcast. Sag nichts Schlimmes. Ach du Scheiße, okay. Ich wusste gar nicht, dass ihr jetzt live seid, sorry. Sind wir ja nicht, wir nehmen ja nur Podcasts auf. Willst du noch was loswerden? Ich hab dich gerade am Mic. Nee. Ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns später in der Stadt, ja? Und gehen schön was. Auf jeden Fall. Uns in unsere Fickfressen polieren. Geil. Schwarze Orchideen in 5 Tagen. Ja, die Werbung mache ich ja noch, so unprofessionell bin ich nicht. Gott, du bist schlimmer als mein Papa. Geht's um neuen Song? Ja, Mann, Complete Edition vom Album erscheint ja jetzt nächsten Freitag am 5.4. mit dem letzten Bonus-Song und der ist mit Kira, Schwarz durch Ideen. 5.4. wird wundervoll. Geil. Und ich glaube, viele von euch, die noch nicht das Album so richtig gehört haben, weil ich muss ehrlich sagen, das Album hat viel mehr Promo verdient, als ich dem Album am Ende des Tages gegeben habe, weil ich bin so klassischer Künstler und drumherum, das ist mein Weak Point, so mit dieser ganzen Marketing-Promo-Bla. Ich glaube, viele von euch haben es noch nicht ganz durchgehört. Hört es mal als Album, wenn ihr irgendwann Zeit habt. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Für mich persönlich eins der Alben des Jahres. Letztes Jahr, was Deutsch-Rap-Kosmos angeht. Heutzutage machen so wenige Leute noch runde Alben in dem Sinne, weil es lohnt sich einfach nicht. Für mich war es einfach wichtig, eine künstlerische Basis irgendwie dadurch zu haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die nächste Zeit nochmal ein Album machen werde, aber... Gehst du auf Tour nochmal dieses Jahr? Ich habe die 3 Dates abgesagt, weil ich in so einer fucking Krise war. Es ist witzig, dass wir jetzt das Thema so schnell switchen. Mhm. Aber die letzten Monate, vor allem der Winter, war sehr lang und nicht schön für mich irgendwie. Ich bin über ein krankes Loch gefallen, wo ich wirklich, ohne es groß jetzt irgendwie im Detail zu besprechen, aber wo wirklich eigentlich zur Debatte stand für mich im Kopf, und zwar wirklich krank nah eigentlich schon die Entscheidung gefallen ist, dass das Kapitel Navy eigentlich zu Ende geht. Mhm. Und es war schon so nah. Und ich werde irgendwie traurig und irgendwie schäme ich mich auch fast schon gegenüber allen Day Ones und allen mit den Tattoos und die mich so krass supporten und ohne die das alles gar nicht gehen würde. Ich hatte schon den Drop, also ich habe immer noch den Dropbox-Link mit den Posts ready. Mhm. So und viel Text. War das echt schon ready so? Das war alles ready. Boah, krass. Und ursprünglich, ich nutze es jetzt auch einfach als Promo, so ganz frech. Ich sag's auch ganz transparent. Schwarze Orchideen war eigentlich geplant als letzter Navy-Song. Mhm. So, und Kira war drauf. Und weißt du, was krank ist? Hat der die gleiche Energie aber auch? Also hört man das jetzt raus, dass es der letzte? Weißt du, was komplett krank ist? Also wirklich, das hat sich dann angefühlt in dem Moment, wo ich eh schon in diesem Wahn war. Ja. Das macht nichts mehr Sinn und bla. In diesem Song sag ich, und der Song ist jetzt schon so, also in der Albumphase entstanden. Das war gar nicht so angesetzt, aber in dem Song sag ich, vielleicht ist das hier mein letzter Song. Und das war wirklich... In der Phase ist es entstanden, wo ich jetzt nicht mal gedacht hätte, irgendwie, dass ich in diese, weißt du, in diese Nachalbum, Nachtourphase komme, wo gar nichts mehr Sinn gemacht hat. Und dann war das für mich so, das hat sogar das Feeling noch bestätigt. Ich dachte, okay, das ist irgendwie, das Universum will es auch so. Habe ich mich noch mehr da reingesteigert. Ich bin Gott sei Dank zur Besinnung gekommen. Aber das war so im Groben, was mich da ummantelt hat. Und dann habe ich intern 2 Shows der 3 Zusatzdates, die jetzt im Mai werden, abgesagt. Ja.
Und Köln wäre ursprünglich die letzte Show gewesen. Ich dachte, in Köln hat alles angefangen, in Köln soll es auch aufhören. Dann habe ich gesagt, ey, komm, dann spielen wir das Abschlusskonzert in Köln. Mhm. Aber als ich dann Gott sei Dank irgendwie zu mir kam und auch viel gesprochen habe, mit Moko, mit Kira, mit Kalifetz und allen drumherum. Was hat dir da geholfen? Einfach dieses Austauschen? Einfach wieder zur Besinnung. Du musst dir überlegen, guck mal, ich nehme keine Drogen und all das, gar nichts. Ich bin immer an sich nüchtern, aber... Das kann man schon mal nicht von sich sagen. Ja, die ist auf Morphium, so, weil du die immer so krass in den Arsch fällst. Ja, die ständig auf Morphium, die Alte. Ja. Bring die mal weg davon. Aber manchmal bist du in so einer kranken Tiefphase. So. Aber dann ist für dich ja Graslegalisierung auch voll egal, ne, das Thema. Weil das wäre eigentlich noch ein Ding. Guck mal, ich sag heute, die ganze... Stimmt, ist heute erst. Ab heute kann legal in Deutschland gekifft werden. Heute ist der 30. Wenn der, ja, wenn der Podcast rauskommt. Krass, wann kommt der raus? Montag. Nächste Podcast-Folge sind wir high. Ja, aber wir wollen ja nicht Drogen hier verherrlichen. Weißt du, was ich absurd finde? Machen wir auch nicht, wir sagen einfach nur, wir kiffen. Ich persönlich bin, also so in dem Sinne, für meinen Lifestyle Anti-Drugs, aber ich denke mir, wie absurd ist es, du kriegst Alkohol überall vorgeschrieben. Ja, macht keinen Sinn. Und es fickt den Körper halt krasser als Gras in dem Sinne. Und dann machst du irgendwie aus Mariana machst du dann irgendwie so eine Heroindroge, weißt du, was ich meine? Und gleichzeitig propagierst du aber so, ey, trink. Und wenn du mit deinen Freunden irgendwie der Besoffenste bist, dann bist du cool. Ja. Dann denke ich mir so, ja, das ist so paradox. Aber findet ihr das keinen Sinn? Krass, nach all den Jahren, dass es jetzt wirklich ab Montag, also ab übermorgen, wenn wir das gerade aufnehmen, es geht relativ. Marc gesagt. Echt? Ich heiße Marc. Ja, ich würde, for real, ich würde das echt irgendwie, das müssen wir echt irgendwie piepen. Ich habe gar keinen Bock, dass der jetzt nochmal irgendwie, und ich habe gar keinen Bock einfach auf den. Aber ist cool für euch sonst gerade alles? Ja, safe, Digga. Full. Ich hab Bock, Alter. Papa! Ich glaube, ich piep nur um das Markus. Okay. Sonst weiß niemand, worum es geht. Ja. Die Leute wissen auch, ja. Wo waren wir? Wir waren bei Legalisierung. Also ich finde, das ist gut, dass das gemacht wird so. Aber ich finde auch die Art und Weise, wie. Also es gibt irgendwie noch keinen Führerscheingesetz. Du darfst am 1.4. kiffen, aber erst ab 1. Juli oder Juni kannst du es kaufen in diesen Clubs. Mhm. Du darfst 3 Pflanzen pro Person haben, aber nur 50 Gramm. Also dieses Gesetz ist so weird irgendwie. Das ist so die weirdeste Legalisierung, die ich je gehört habe. Ich finde das eh irre, Alter. Gib doch den. Also weißt du, es gibt dann Leute in Bayern, die werden dann rausgezogen wegen einem Joint, wo ich mir denke, ey, ich hatte Lehrer auf dem Gimmi, Alter, die haben ganz offen gesagt, dass sie sich gerne mal am Wochenende zur Beruhigung reinkiffen, so, weißt du, was ich meine? Ja. Wo zum verfickten Teufel ist das Problem? Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde das auch geil. Dieses Gesetz ist schon. Also, was ich halt geil finde, ist, dass ich hier. Also, ich könnte. Es ist wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr schwer, man muss sich damit beschäftigen und so. Aber stell dir mal vor, du hast eine Ottpflanze in deiner Küche und Basilikum daneben und diese Duftmische daraus riecht einfach deine Küche voll. Wie geil. Checkst du, was ich meine? Ja. Das musst du gar nicht mal. Du musst es nicht mal zum Rauchen benutzen unbedingt. Einfach nur, es ist legal, die Pflanze jetzt so zu haben. Und, ist verrückt, ja. Und dieses, ich finde halt einfach geil, dass man jetzt nicht, man muss jetzt nicht mehr auf so, wenn man was rauchen will mal, dann muss man nicht auch sauberes, gutes Zeug. Auf Geld, ja, genau, absolut. Und ich glaube nicht, dass jetzt Leute, die dann irgendwie nichts, also keine Ahnung, das wird mich jetzt zum Beispiel nicht dazu bewegen, irgendwie zu sagen, ah ja, jetzt ist es ja legal, jetzt mache ich es auch. Ich glaube, bei vielen Leuten ist es wirklich trotzdem so, schon so. Meinst du? Weil ich glaube, eine Hürde ist, dass man irgendjemanden fragt, ey, hast du mal was oder so, die das überhaupt gar nicht kennen. Ja, und jetzt kannst du einfach dann jetzt kannst du theoretisch einfach auch als so. Aber du musst dich halt da anmelden. Ich glaube, viel wichtiger ist natürlich auch diese Aufklärung für Leute, wie man es ja auch mit Alkohol macht. Ich meine, trotzdem hast du ohne Ende Idioten, die dann besoffen sich ins Auto setzen, aber. Ich glaube, das ist halt einfach am Ende wichtig. Ne? Ey, wisst ihr, was es genau mit eurem Körper anstellt, mit eurer Psyche? Ab welchem Alter sollte man es machen? Das Gehirn ist ja noch bis 21 in der Regel in der Entwicklung. Ja. Dass da einfach die Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie es ja mit allen anderen Dingen auch ist. Und dann, let's go, Alter. Ich bin voll für die freie, westliche, liberale Welt, Alter. Soll jeder sich verwirklichen, wie er mag. Also, das kann ich voll unterschreiben. So, auch wenn das mit meinem persönlichen Lifestyle nichts zu tun hat. Ja. Aber eben nochmal, wie von vorhin, so, das eine beißt sich nicht mit dem anderen. Safe, so. Ja. Und ja, Mann, let's go. Happy 420 demnächst. Ich bin ganz gespannt, kurz, wie das, Bruder, diese Apple-Hülle ist wirklich krass. Erstmal ganz kurz, ich muss den Shoutout und keinen Shoutout vorziehen heute. Okay. Das ist wirklich peinlich. Das habe ich auch noch nie gesehen. Scheiße. Und das ist eine originale Happy-Hülle. Das ist eine originale Apple-Hülle. Kein Shoutout-Chat dieser Woche an die Apple-Hüllen. Bro, die Apple-Hülle hat, glaube ich, 60, 70 Euro gekostet, damals original. Bro, das ist einfach nur, ich hab die nicht mal ein Jahr. Für die Spotify-Atzen, das Ding hängt legit in Fetzen. Ja, also das ganze Gummi ist ab. Was machst du damit aber? Nichts. Das ist halt mein Arbeitshandy. Es fängt immer an, ich hatte davor auch schon bei meinem anderen Handy eine Originalhülle. Und es fängt immer an hier unten bei diesem, wo man lädt. Ja. Da wird es dann labbrig. Komisch. Und dann macht man durch den kleinen Finger, den man hier unten hat, reißt es immer weiter auf.
Dann geht das hier so hoch, dann reißt sich das jetzt noch. 50 Euro hast du, hast ja, du gezahlt, ich, ne? Ich hatte so eine für 20 in Lila, die hat 2 Jahre gehalten, die war noch top. Ich meine, das Ding kostet einfach... Peinlich. Das, also, keine Ahnung. Wirklich nicht gut. Da kannst du dir mit einer Bildabmahnung 4 von kaufen, wa? Ja. Scheiße. Ich glaube, ich sollte anfangen, Pizza. Ich glaube, ich werde Stockfotograf. Ja. Wenn Twitch nicht mehr läuft, werde ich Stockfotograf. Boah, mein, das ist ein komisches Business, ne? Mein Shoutout geht raus. Wir ziehen das jetzt vor, wir machen immer jede Folge so ein Shoutout oder kein Shoutout. Mein Shoutout geht raus an MagSafe. Habe ich jahrelang drauf gesleept, ist so eine geile Erfindung. Ja, aber auch dumm, aber auch. Digga, ich wusste das nicht. Hast du es auch im Auto dann? Nee, das muss ich noch upgraden. Aber ich habe jetzt eine Powerbank, die mit MagSafe funktioniert. Das heißt, wenn ich IRL stream oder so, kann ich hier Powerbank ranmachen und hier mein Mikro. Und ich hatte immer du so einen fetten. MagSafe nicht? Nee. Also ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe drauf geliebt. Ich dachte, das ist kacke, ist unnötig. Es gibt so aber viele, das ist so es gibt krass. Jetzt Autohalterungen für MagSafe. Ja, ich habe ich auch jetzt gesehen. So viel Geld. Ich habe MagSafe habe ich krass drauf gesleept. Es gibt richtige Kamera-Rigs für MagSafe. Geil. Schon krass. Starke Erfindung. Aber ich habe keinen Schwanz, glaube ich, dieses Mac, also dieses Kamera. Ja, für Autos schon stark. Für Autos weil stark. Ich konnte auch nie Powerbank. Mit Powerbank mein Handy im Auto laden, weil ich dann und gleichzeitig Musik höre, wenn ich noch ein AUX-Kabel habe. Ich bin wirklich ein Höhlenmensch, Bruder. Ehrlich. Ey, ich bin was Technik angeht auch. Also manchmal gehe ich ja auch, streame ich ja auch, keine Ahnung, Elden Ring und so ein Shit auf Twitch für so 10 Leute. Ich kündige es dann selten an. Und da passieren so viele Sachen, dass es schon Insider gibt, dass ich ein richtiger Technik-Opa bin. Ja, ich aber auch. Ich bin da sehr schnell überfordert. Ahnung. Ich schwör's dir irgendwie mit. Digga, du musst dir vorstellen, ich habe 3 Jahre lang Mediengestalter, Bild und Ton gelernt. Und bei mir an der Kamera war das so, ich habe jetzt auch ein neues Objektiv und so geholt. Bei mir war es die ganze Zeit so, dass lila Farbtöne im Hintergrund von LED-Licht blau angezeigt wurden. Das hat mich so abgefuckt. Und ich habe jetzt das Ding nochmal abgeschraubt, weil ich die ganze Zeit dachte, ey, guck mal, die hat doch einen automatischen Weißabgleich. Warum wird das so angezeigt? Hast du es gefixt jetzt? Ja, ich habe jetzt einfach manuellen Weißabgleich gemacht, habe es mir so eingestellt, dass ich es geil fand. Oh, musst du mir gleich mal zeigen, wie es geht. Ja. Also wie geil, wie man das machen kann. Ja, du musst also wie es man gibt so verschiedene macht, Presets und ich habe halt ein Preset mir rausgesucht, wo das lila halt lila aussieht und geil aussieht. Ich verstehe nur Oppenheimer, wa? Ja, ja. Ohne dass es zu warm ist und so weiter. Ja. Geil. Shoutout, Alter, wo könnte ich noch einen Shoutout geben? Ey, wie gesagt, das Tour-Album hat, also Paula Hartmann-Album fand ich auch wundervoll. An den Stockfotografen zum Beispiel. Der Stockfotograf. Wer ist dein Lieblingsstockfotograf? Nein, mach's nicht. Sag's ich kenne jetzt nur den einen. Ja, nee, dann lass es mal. Aber den finden wir gut. Ja, ansonsten sind wir schon am Ende oder haben wir noch ein bisschen? Ich würde sagen, wir sind schon am Ende. Ich muss pissen und essen. Real Talk, Alter, es ist wunderschön hier zu sein. Ich hoffe, wir machen das irgendwie in irgendeiner Form wieder so, ob vor Cam oder einfach nur privat. Ich liebe es mit euch zu quatschen. Hast du deinen Shoutout jetzt gerade schon gemacht? Ja, für das Tour und Paula Hartmann Album. Okay, ich finde es wundervoll, 2 wunderschöne Paula Alben. Hartmann, sehr geiles Auto. In einer Zeit, wo Alben halt einfach gute Alben vor allem super rar sind. Und Leute, hört euch unbedingt Abyss an. Die Complete Edition erscheint jetzt diesen Freitag. Also Montag kommt's raus. In 4 Tagen nach der Erscheinung des Podcasts hier. Geil, Digga. Unbedingt reinhören. Es lohnt sich bestimmt. Kauft die Zipper. Die Zipper sind crazy. Ja, die sind schon ausverkauft tatsächlich. Es gibt, glaube ich, nur noch einen in einer Größe. Ich brauche trotzdem noch einen. Ihm muss ich irgendwie was noch organisieren. Auf jeden Fall. Dann will ich auch noch einen. Ich bedanke mich auch einfach für die Plattform hier. Auf jeden Fall. Ja, klar, und gerne. Ich habe euch sehr, sehr gerne. Bro, ich gern. Hoffe, das war fein für dich. Wir haben so. Es wir war haben wundervoll. Wenig ich glaube, über ich dich glaub, gelabert, aber so, Bruder, das ey, war. Real Talk, ich glaube, wir hätten sicher noch 4 Stunden labern können mit safe, Pause dazwischen. Ja. Deswegen, ich fühle mich super wohl. Es wird einen zweiten Teil geben, mein safe. Freund. Ich hoffe, dass ihr nichts in den falschen Hals bekommen habt. Ne? Ich rede einfach, das ist das Geile irgendwie für mich persönlich. Ich habe kein Image. Ich bin einfach pur. Nein. So bin ich auch, wenn die Cam rausgeht irgendwie. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Die Leute checken auch, dass es Humor ist. Bloß so seid geküsst alle so da vor, draußen. Ich stelle mir so vor, wenn dieser Fotograf da jetzt sitzt, das so hört, denkt so, Mensch, diese Jungs, was? Ja, genau so wird er auch halt reagieren, aber ist auch ein Schwanz. Aber ey, ja, aber ey, seid geküsst, alle Zuschauer von euch, supportet die Jungs. Ich distanziere mich davon. Ich auch. Ich habe meine Strafe gezahlt, ich werde nie wieder ein Stockfoto benutzen ohne Erlaubnis. Hinterlasst ein paar Subs, liked in die Comics rein. Was sagt man da so am Ende? Liked sowas, in die Comics rein. Achtet darauf, dass das Stock-Image, was ihr benutzt, nicht von... Bitte, halt's Maul. Von einer Person ist. Ja, seid lieb zueinander, ganz bezahlt eure Lizenzen für die Künstler, weil auch ohne die Stockfotografen wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und das ist ein wichtiger Job. Jedenfalls ohne die, die nicht abmachen. Und irgendwann nächstes Jahr geht's auf die nächste Tour bestimmt. Ich guck, dass jetzt dieses Jahr... Ich will bei dir Pre-Act machen einmal. Ich will bei dir einmal Pre-Act sein. Machen geil. In Köln. Ich will wieder spielen, gratis Bier. Geil. Wie hat dir die Show eigentlich gefallen, als du da warst? Geil, Bruder, da, als war du nice, diesen ne? Song über deine Mom da gerappt hast und die Leute in der ersten Reihe standen, geheult haben. Ja, die haben geheult. Ja, Digga, das war krass. Das war so ein krass. Und ich kannte ich den Song davor. Ich hab die schönste Supporter-Base-Hörerschaft, wie auch immer man das nennen will. Das ist unfassbar. Das ist der krasseste Segen. Ich liebe euch. Ich weiß, ihr seid eh die, die das sowieso sehen werden. Ich liebe euch. Ich drück euch. Und wir sehen uns nächstes Jahr irgendwann safe. Und es kommt noch ganz viel geile Musik dieses Jahr. Es gibt schon also so viel Demos. Auf jetzt.
Gottes kauft sein Album. Wahnsinnig. Nein, der übliche Künstlerwahnsinn. Nenn mir einen Künstler, bei dem es nicht so ist. Die wenigsten reden da offen drüber. Obwohl mittlerweile hat es ja auch geändert. Ne? Jetzt ist ja jeder irgendwie super transparent geworden, was geil ist. Aber ja, ey, kommen wir zum Ende. Ja. Ja, Mann. Das war's, geil. Ciao. Super. Bitte mahnt uns keiner ab.